Shadowrun, Großvater. Erzähl mir eine Geschichte. Also, vor 20 Jahren war die Matrix noch aus Holz. Und Decker hatten noch Kabel im Kopf. Das glaubt doch keiner. Doch, doch, Junge. Und wir haben noch Runs gegen Konzerne wie Fuchi gemacht. Fuchi, was soll das denn sein? Das, mein Junge, war ein Konzern, der von Dunkelzahn kaputt gemacht wurde. Aber Großvater, warum hast du so große Schwingen? Ich muss weg. Tötet ihn! Na! Verkauft ihn an die Drago Foundation. Das klingt vernünftig. Mist. Ich habe wieder Platz. Ich glaube, Leben zahlen die mir. Wir brauchen Steaks. Verdammt. Also, meins war perfide, aber okay. Deins ist echt widerlich. Also das ist Wanderzart. Wanderzart spielt hier mit. Das freut uns. Willst du irgendwas zu dir sagen oder willst du einfach... Du kannst auch gerne nur rumtrollen, das ist vollkommen kannst okay. Kannst du irgendwas zu deiner Verteidigung sagen? Kannst du irgendwas zu deiner Verteidigung sagen, du hässliches Schwein? Zu meiner Verteidigung? Nee, da gibt's nichts mehr zu verteidigen. Das ist alles vorbei, seit ich hier mitgemacht habe. Also das seit stimmt. ungefähr einer Minute. Ist aber alle Großvater, verloren. Warum laberst du so einen dünnen Pfiff? Ich glaube, er ist gerade ans Arsch gesprungen. Das wäre möglich. Stimmt, deswegen riecht das so komisch hier. Einfach Hallo, ich produziere aufgewacht und war plötzlich ein Mensch. Ich produziere hochwertige Exkremente, ja? Ja, aber vom Geruch her. Wie auch immer. Ich hab gedacht, ich mache hier mit, nachdem ich weiß nicht, wie viele Monate, Jahre, Wochen, gefühlte Jahrzehnte den Podcast treu mitgehört habe. Willst du damit sagen, das zieht sich? Willst du sagen, es ist langweilig oder was? Nein, ich fühle mich nur, als würde es mich schon ewig begleiten. Aha. Seid sozusagen mir so ans Herz gewachsen, ich kann mich gar nicht mehr von euch trennen. Gedanklich, emotional und sonst irgendwie. Okay, das schneiden wir raus, das klingt irgendwie schwuchtelig. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Es klingt elfisch. Nee, es klingt so, als hätten wir gewollt, dass uns hier jetzt jemand beweihräuchert und das wollten wir natürlich auch. Na siehst du, ich weiß doch, worauf ihr steht. Die nächsten 2 Stunden werden wir nur hören, wie Wanderzeit alle 5 Minuten sagt, Trolli, du bist schon der Beste. Viel Spaß und bleib geil. So. Trolli ist der Tollste. Von dir wollte ich das nicht hören, du dummer, heuchelnder Wichser. Och Mann, ich dachte, ich krieg Zusatzkammer. Glaubt dir doch eh keiner. Das stimmt. Ja, das stimmt. Hä? Es ist halt einfach 2 Minuten her. Ach so. Oh Mann. Na Jutti, Daddy, hast du gelesen, dass du deine scheiß Drohnen und den beschissenen Puzzler hast? Ich hab kurzzeitig den Anschluss verloren. Daddy, du hast deine scheiß Drohne und den beschissenen Puzzler. Danke, das hat man mir gerade gesagt. Für den beschissenen Puzzler abgezogen. Teilweise bestimmt irgendwann mal. Habe ich das mal irgendwann bezahlt? Nee, das hast du noch nicht bezahlt. Wie viel schulde ich dir? Warte, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir Geld abgezogen hatten. Ihr hattet 500 abgezogen, da passt auf die 2700 müsstest du noch zahlen, glaube ich. Wir sollten unbedingt einen Run machen. 1700 sind es. 1700. Und der steht bereits in der Gruppenkasse. Gut. Junge, 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 blamiert uns doch nicht so, wir haben ja Leute. Also. Ja. Yeah. Alles klar. Also, Flummi, Jojo, wie auch immer. Es verhält sich folgender Gestalt. Trolli, SL, wie auch immer. Du bist der Geilste. Ich hätte gern dieses Feature, wo ich dich einfach kicken kann, muss ich gestehen. Ich weiß schon, weshalb ich dir die Rechte dazu nicht gegeben habe. Ach so. Ja. Na Juti, also. Denn so ist sie zu uns. So. Also. Gibt es nie Rechte. Nie. Ist auch meine Welt. Wir werden hier unterdrückt, unterjocht. Du erwachst mit einem gleißenden, brennenden, widerlichen Schmerz im Anus. Denn
Ich mache die Augen zu und schlafe weiter. Okay. Gandhi so fühlt sich ignoriert. Später. Alles normal. Du warst 5 Minuten später mit einem gleißenden, brennenden Schmerz im Anus. Warum? Weil, das ist ja so, Nahrungsmittel sind ja teuer geworden. Und die Sachen, die 17 zum Teil jetzt ein bisschen kacke gewesen, so von Zusammensetzung. Und da war so viel Chemie drin, dass es dir einfach die Poperze zerbumst hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich aber schon. Ich aber nicht. Auch Jojos Scheiße stinkt und auch sie hat manchmal Verdauungsprobleme. Und hättest du mich nicht provoziert, hätte ich es nicht machen müssen. Aber nachdem du deine Morgentoilette verrichtet hast und wieder vorzeigbar bist und so weiter, wird irgendwann einfach dein Bruder bei dir aufschlagen. Alter, hat die hier einen Troll ins Klo geschissen? Ihre Scheiße stinkt nicht, mein Freund. Stimmt. Cyberware. Hatte hier ein Troll ins Klo geschissen? Hier stinkt's irgendwie. Ach, das ist dein verdammter Bandit. Hm. Du sag mal, pass mal auf, folgendermaßen. Es ist nämlich so, dass... Ja. ...ein paar Leute sich beschwert haben, weil irgendwo so ein Stück südlich von unserem Turf, da ist so ein Laden, ich glaube, das ist ein Bordell. Das nennt sich Papillon. Da gehst du hin und guckst dir an, was da los ist. Und du machst es diskret, weil, wie ich hörte, könnte es sein, dass die Bullen da ein bisschen die Hand drüber haben. Nur so ein bisschen. Also die richtig Korrupten, du weißt schon, die halt eigentlich mehr wir sind als Bullen, ne? Ja. So, und da wir nicht gerade wissen, wie die Sache ja weitergeht, machst du das schön diskret. Aber ich verleihe dir hiermit volle Handlungsgewalt. Wenn da irgendwas ist, was uns hier und unsere Leute, also auch hier, die hier einfach bei uns wohnen, wenn das die massiv ankackt, dann machst du dort was. Okay. Ich habe eine scheiß Wohnung gemietet, im Hochhaus gegenüber. Da pflanze dich rein und guckst dir die Kacke erstmal an. Du kannst dir meinetwegen, nimm dir den verdammten Frischling mit. Nimm dir den verdammten Frischling mit. Nenn ihn bitte öfter mal Frischling. Und dann haben wir, das hast du nicht mitbekommen, so ein... Wie, woher weißt du, wie man den Typen nennt? Ey, sag mal, es gibt Dinge, die sind zu schön. Und es gibt Dinge, die nennt man Frischling. Alles klar. Ich muss dir hier überhaupt keine Rechenschaft ablegen. Ich bin ein gut informierter Typ und halte Schnauze. es ist einfach so. Wir haben, irgend so ein Typ kam hier an, der war völlig zerplatzt. Und die in Briansk meinten, der hätte hier vor 700 Jahren ein Abkommen geschlossen. Das war, glaube ich, sogar vor meiner Zeit. Das ist irgendwas mit Elder, der hat das mit ihm ausgemacht. So, den hat's zerballert und der kam jetzt hier an. Der scheint aber ausgerüstet zu sein, weil der hatte schon einen Sinn für hier. Weil, okay. Easy, so. Und du guckst dir an, ob der was taugt. Denn der hat irgendwie für 2 Monate jetzt eine Bude bei uns bezahlt und da gucken wir auch hin. Aber ich meine, der will ja vielleicht auch was essen. Und vielleicht will der auch ein bisschen mehr essen oder vielleicht will er auch mal eine Nutte ficken. Das heißt, du guckst dir einfach an, was das für einer ist. Wobei, das mit der Nutte ficken bin ich mir nicht sicher. Er sieht halt aus wie 12. Du meinst, ich quatsch gleich nochmal mit Elder und oder weißt du, warum der jetzt völlig zerballert hier ankam oder irgendwas anderes? Ey, sag mal, es muss ziemlich übel gewesen sein. Das Ganze was gerne. Was war übel? Alter, irgendwas, was halt ziemlich übel ist. Wisst ihr, wie viele Möglichkeiten es dafür gibt, für irgendeinen Schimmelpilz, der am Boden kriecht, zertreten zu werden? Du musst es doch wissen, Mann. Gucke dich an. Und der ist halt halb so groß wie du. Nicht mal. Gut. Überschlagen, keine Ahnung. Das ziehst du dir alles rein. Und wenn der was taucht, nimmst du den mit. Ich lass mir also erstmal was von dem erzählen und dann... Elder hat überhaupt keine Zeit, das machst du schön selber. Ich lass mir erstmal was von dem erzählen und dann schaue ich mir an, was für ein Taug. Natürlich habe ich von dem Typen selber geredet, warum soll ich mir jetzt nochmal aus dritter Hand was erzählen lassen? Du hast doch gerade gesagt, du gehst zu Elder. Ja, davor. Und dann haben wir wieder über den Typen geredet und habe ich gesagt, ich lass mir also erstmal was von dem erzählen und dann entscheide ich, ob ich den mitnehme. Das klingt vernünftig. Siehst du. Du wirst schon probieren, geht über studieren, aber nicht so dolle anpacken, weil... Mit die Kleinen, da muss man doch zärtlich umgehen. Deswegen gehst du ja auch hin, du weißt ja, wie das ist. Wer hat dir denn ins Hirn geschissen auf einmal? Ich wurde heute früh halt von dem Clown gefickt und ich fand's gut. Und wenn du, das ist jetzt ein Ausrutscher, und wenn du das irgendwann wiederholst, dann ne? Na, dann muss ich dich verprügeln.
Warum musst du das? Halt die Schnauze und jetzt verpiss dich. Alles gut, mein Bester. Und mache auch mal wieder irgendwann den scheiß Schlafpanzer von deinem verkackten Mistvieh sauber. Den habe ich gestern erst sauber gemacht. Es stinkt aber draußen. Oder ist das das Troll-Dixie? Das könnte auch sein. Meinst du, der Troll braucht so eine Modifikation wie du? Kannst du ihm ja mal vorschlagen. Ich muss mal dringend weg. Achso, falls ihr irgendwie noch... Ach, die wollen... Der Frischling will bestimmt bezahlt werden, ne? Davon gehe ich erstmal aus, ja. Dass er irgendwie zumindest irgendeine Art von Gegenleistung erwartet. Aber ich habe auch beim letzten Mal was mit dem Auswahldobert. Das wird dieses Mal auch passen. Ich sag mal, seine Karre wird bestimmt häufig mal kaputt gehen und wir können die bestimmt auch häufig mal ganz machen. Das habe ich in den letzten Male schon gemacht. Ja, passt, können wir machen. Ich finde eine Möglichkeit. Ja, das ist in Ordnung. Dem anderen sagst du, wir passen auf seine Bude auf und das reicht. Ja. Hauste, ich muss jetzt einen Troll irgendwie mal bequatschen. Mach das. Geht nochmal raus und guckt mal nach Oscar, was irgendwie jetzt mit dem los ist. Scheinbar scheint es dem ja nicht so gut zu gehen. Na, Oscar hat die Essensreste von dem verschnabuliert, was du hattest. Alles klar. Bloß bei ihm. Stinkt scheiße. Ja. Das war. Das heißt, Jojo kümmert sich mal darum, dass wahrscheinlich hatten das auch fast alle anderen. Hatten sie nicht. Da haben sie ja Glück gehabt. Ja. Sollte Oscar der Grund dafür gewesen sein, wird Jojo das jetzt auch bereinigen und diesem Vieh, dafür sorgen, dass es diesem Vieh etwas besser geht? Kannst ja, na, du wirst ja nicht zaubern, also würde ich, ja, kannst du halt nicht, der wird sich schon kümmern. Ja. Und, setzt sich dann aufs Motorrad und fährt zu der Adresse, wo sie hin soll. Achso, das ist ein Hochhaus. Was? Nein. Es ist halt ein richtiges Hochhaus. Und du hast in den unteren zwei Etagen hast du einfach 4 Comlink-Läden, also wirklich kleine. Und dann hast du da drüber eine Etage, dieselbe Fläche, aber nur Neonet-Comlink-Verkauf. Und also man weiß natürlich, dass die 4 Einzelbetriebe vielleicht noch was anderes machen oder was anderes verkaufen, aber das ist erstmal irrelevant. Und darüber habt ihr so ein paar Wohnungen, weil die Einzelläden mögen euch halt richtig gerne und da guckt ihr ab und zu mal ein bisschen, dass da alles in Ordnung geht und darüber habt halt Wohnungen, die ihr für Sachen wie diesen Typen da benutzen könnt. Und in einer von denen ist ja, die Wohnung wird halt echt nicht groß sein. Die ist halt nicht bewohnt, das heißt, die hat so einen richtig guten Geruch, wenn man da reinkommt, nach... Na, Jojo geht da nicht einfach rein. Ja, aber lass mich doch mal kurz. Verzeihung. Nach Urlaub und nach, also wir nennen es mal einfach mal Urlaub, okay? Und auch nach selten geputzten Badmöglichkeiten, auch wenn da mal jemand drin war. Gern auch prall gefüllte Aschenbecher, die muss man auch nicht unbedingt leeren. Der Nächste wird sich schon freuen, vielleicht findet er noch einen Stummel, den man zu Ende rauchen kann oder so. Und ja, also es ist ziemlich edel. Vielleicht sind die Fenster nicht an jeder Stelle 100% dicht. Es ist ja jetzt immerhin schon März. Da ist ja in Russland auch warm. Und da die Hochhäuser immer so hoch sind und die Straßenschluchten relativ eng, ist da auch mit dem, ich sag mal, die Belüftung ist ein Problem. Aber für Fremde reicht's. Alles klar. Ja, ich nehme mal an, auch diese Wohnung hat eine Klingel. Niemals. Ja. Gut. Dann werde ich diese Klingel betätigen. TikTok, es klingelt. Jo. Ich nehme an, er hat auch eine Kamera dabei. Nein? Natürlich hat er eine Kamera dabei.
Dann zieht Jojo jetzt den Jackenärmel zumindest so weit runter, dass er das Tattoo sehen kann, hält es in die Kamera, damit er weiß, wer da ist. Hey, lässt du mich mal kurz rein? Immer noch. Ja, drück auf. Ja, dann kommt wenig kurze Zeit später kommt dann Jojo bei dir in die Wohnung rein. Ich denke nicht, dass ich sie beschreiben muss, ansonsten hast du das Charakterbild hier als Avatar. Und I've seen it, ja. Genau. Sie steht da an der Tür und schaut dich neugierig an. Ja, da steht dir gegenüber ein knapp 1 Meter großes Männlein in so grauem Kapuzenpulli mit passender grauer, ja, so sag ich mal, besser Trainingshose, platinfarbenen kurzen Haaren und ja, einem Gesicht, das wirklich so auf einen 12-Jährigen passt, mit leicht angespitzten Ohren. Ja, sie sieht im ersten Moment etwas erstaunt aus, geht dann aber auch rein, macht die Tür zu. Ansonsten sieht er halt aus, als hätte er vor 2 Wochen mittelmäßig erfolgreich gegen Mike Tysons Schwager gekämpft oder so. Du meinst, er ist noch ein bisschen gelblich an einigen Hautstellen, also diese Reste von blauen Flecken und Blutergüssen. Genau. Alles klar. Ich bin Jojo, hi. Hi, TikTok. Wie? TikTok. Also Tick, alles klar. Okay, von mir aus. Gut, sie sieht die Jacke aus, sie hinkt ein ganz kleines bisschen. Setz dich. Ja, das ist echt sowieso gemacht. Okay, Bier. Nee. Also. Du bist jetzt wie lange hier? Seit 2 Wochen ungefähr? 2, 3, 2,5 Wochen? Irgendwie sowas? Hat man mir gesagt. Genau. Eisklärchen. Um in Zukunft irgendwelche Probleme zu vermeiden oder sowas, muss man sich da jetzt noch auf Überraschungen einstellen bezüglich deines plötzlichen Auftauchens hier? Oder kommt da nichts nach? Ich gehe mal davon aus, dass da nichts mehr nachkommt. Für das, was, wie soll ich sagen, für mein wunderschönes, fast permanent Make-up gesorgt hat, bin ich als Ghoulfutter geendet. Also es steht dir auch außerdem gut, muss ich sagen. Ja, macht mich direkt Jahre älter, ne? Nee, nicht wirklich. Mist. Ja, tut mir leid. Ich wollte der Sache noch was Positives abgewinnen. Silikon, habe ich mir sagen lassen, hilft da hervorragend. Du könntest auch... Genau das. Das macht dich direkt hübscher. Nee, eigentlich nicht. Also die dicke Titten lassen einen auch älter aussehen, davon mal abgesehen. Aber nee, du könntest dir Falten ins Gesicht machen oder sowas. Das hilft manchmal auch. Naja, wenn ich weiter den Fraß, den es hier gibt, esse, dann habe ich dir demnächst noch mal ganz anderes im Gesicht außer Falten. Den Fraß, den es hier gibt? Hast, willst du dich etwa beschweren? Ich sag mal so, ich suche doch nach einem vernünftigen Stuff-Versteck. Also, was ich gestern ausgeschissen habe, das, nee. Aztec hat sich momentan irgendwie so ein bisschen mit, was weiß ich, was da los ist. Die spinnen momentan ein bisschen. Ja, die reiben irgendwie alte Sandalen in ihr Fressen oder sowas. Nee, das glaube ich nicht. Meinst du, wäre noch zu ich gut? Weiß, ja, das wäre ja noch... Ja, wobei, wer weiß. Nee, pass auf, worum es eigentlich geht, ist... Was ist bei dir so schief gelaufen, dass du plötzlich herkommen musstest? Ich weiß, dass man über solche Sachen vielleicht ungern erzählt. Trotzdem würde mich durchaus doch interessieren, mit wem oder was du dich ganz grob angelegt hast. Ja, wie du schon sagtest, man redet nicht so viel drüber, aber lass mich so darstellen. Ich will nichts Konkretes wissen.
Ja, ich werde auch nichts Konkretes erzählen. Ich habe mich, für einen Run breit gemacht, um in eine Konzernanlage reinzugehen. Die Sie zieht die ist, Augenbrauen hoch, als du Run sagst. Und, die Geschichte ist schon vorher in die Hose gegangen. Sprich, die haben das irgendwie mitgekriegt und so ziemlich alles und jeden, der damit irgendwie zu tun hatte, voll zerrungst. Du bist also ein Freischaffender. Ja. Alles klar. Das wollte ich doch ungefähr wissen, damit ich abschätzen kann, von welchen Dimensionen wir hier reden. Konzern, Megacon, nicht so Megacon, wie welche Kategorie, wir wissen, wo dein Arsch sich versteckt, oder Kategorie, wir haben vielleicht noch eine Chance, dass wir es nicht wissen. Oder Kategorie, du bist so unwichtig, dass es uns nicht mehr interessiert. Die arbeiten noch an ihrem A. Das heißt, wir haben vielleicht sogar doch eine Chance. Ich gehe fest davon aus, dass wir eine Chance haben. Alles klar. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Gut. Solltest du doch Wind davon kriegen, dass dir irgendwie jemand am Arsch klebt oder irgendwas anderes, sagst du bitte sofort Bescheid, okay? Ehrensache. Alles klar. Dann die zweite Sache, du bist wieder einigermaßen fit, oder? Soweit. Ich habe meine Knochen wieder da, wo sie hingehören. Okay. Gut. Es gibt hier in der Nähe einen Schuppen, wo wir mal gucken sollen, was da abgeht. Diskret gucken sollen, was da abgeht. Da werden wohl ein paar merkwürdige Sachen berichtet. Was genau, weiß ich immer nicht. Also eigentlich nur, dass da irgendwas Weirdes läuft und irgendwie ein Bordell. Und du hast die Ehre, der ganzen Geschichte beizuwohnen und deinen Teil dazu beizutragen, dass wir rausfinden, was da abgeht. Diskret. Diskret gefällt mir schon mal. Gut. Ich sag dir Bescheid, wenn's losgeht. Okay. Weißt du überhaupt schon irgendwas von der Stadt oder nicht? Oder bist du überhaupt gewillt rauszugehen oder bist du nicht gewillt rauszugehen oder wie sieht's da aus bei dir? Ich habe mir gestern erfolgreich eine Mapsoft runtergeladen. Gestern hast du dir erfolgreich eine... Ich gratuliere dir. Alles klar. Dann kannst du mir gleich nochmal diese Mapsoft zeigen und dann kann ich dir mal sagen, wo du hingehst und wo du besser nicht hingehst. Okay. Denn ja. Die offiziellen Dinger sind für den Arsch. Wie immer. Ja. Okay. Da kannst du dich, sie zeichnet dir jetzt was ein, da kannst du dich einigermaßen vernünftig bewegen. Da gehst du am besten gar nicht rein, da gehst du auch am besten gar nicht rein. Von da lässt du auch die Finger und ja, sie zeichnet dir jetzt so ein bisschen was ein, sagt dir auch, wo du ungefähr hingehen kannst und wo nicht und sagt dir auch, wo die sagt dir auch, wo Humanes rumgeistert und die ganzen Leutsches, was wo los ist, so ungefähr. Ja, folge ich mal entsprechend interessiert. Sie macht dir da Notizen rein. Stimme einfach vor, du die Mapsoft-Tasten, die streicht einfach dreiviertel rot an. Schön. Ja, für den Anfang sowieso. Also, ich sag mal, da sind auch einige Bereiche, wo sie dann einfach sagt, bleib da weg, obwohl du da theoretisch hin könntest, aber... Konkurrenzgang, da solltest du gar nicht erst reingehen. Das sind ganz schlimme Menschen. Die fressen alle Zwergenbabys. Nee, kleine Kinder. Das hat damit nichts zu tun, aber er kennt sich noch nicht in der Stadt aus und deswegen ist es... Dumm, wenn jetzt, er sich jetzt tu doch nicht so, als wärst du ein guter Mensch. Sie ist gerade nicht im Assi-Modus. Ach so. Ja. Die ist doch immer im Assi-Modus. Vorsicht, mein Freund. Sonst kommt sie noch in den Assi-Modus. Ich merke gerade Mutterinstinkte in ihr. Oh. Also ich sag mal, es gibt leichte Milcheinschüsse vielleicht. Aber bei der tiefen, röhrenden Stimme macht's das dann doch wieder wett. Ja, die denkst du dir einfach weg.
Cutie, gehst du eigentlich auch aus der Wohnung raus oder lieber nicht? Wenn er mich braucht, bin ich auch draußen unterwegs. Willst du auch freiwillig mal raus oder nicht? Naja, die Zeiten, wo Decker Stubenhocker waren, sind wohl vorbei, oder? Alles klar. Das wollte ich doch nur wissen. Ja. Hier, Kommnummer und Gedöns, Kontakt, hasse alles, hier schiebe ich dir immer. Besten Dank. Ja, mach das Leben einfacher. Nicht wirklich. Gut, wenn du auf Brieftauben stehst. Du hast ein scheiß Deck, du kannst mir mein Leben so kompliziert machen, wie du nur irgendwie willst. Aber du bist lieb zu mir, dann will ich doch gar nicht. Noch, Schnucki, noch. Sie grinst. Grinst zurück. Alles klar. Ich rufe dich später nochmal an. Ich muss noch was abklären und dann, es kann sein, dass wir nicht zu zweit sind, wenn wir das Ganze da ausdingsen, sondern dass noch ein Kumpel mitkommt. Müssen wir mal gucken. The more, the merrier. Alles klar. Viel Spaß. Werde ich haben. Bis dann. Du siehst gerade nicht so aus. Bis dann. Die geht. Dann gehe ich mal wieder Klo putzen. Es ist eine erhebende und befriedigende Aufgabe. Der Mensch braucht ja Arbeit und das ist wirklich eine der schönsten. Endlich macht das mal wieder anders als ich. Na, ich sag mal so, der arme kleine Typ, der kann doch gar nicht mit seinen Armen die meisten Klos putzen. Das muss schon weiterhin du machen. Und wenn man sich dann noch anguckt, verhältnismäßig, wie viel du in so ein Klo reindrückst und wie viel der, dann wirst du das immer tun müssen. Aber er kommt viel besser in die Ecke mit seinen kleinen Fingern. Keine Angst, dafür gibt's die Räte. Klobürsten zum Beispiel. Ja, hoffentlich. Naja, ein echter Mann macht das mit der Zunge, ne? Carmen, deine Wohnungstür geht auf. Ja, du findest eine leere Wohnung. Der Pool, Roger ist da. Und Erbs. Wüff! 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 Na, du hundeähnliche Kreatur. Wüff! Er dreht sich um und wedelt mit seinem Schwanz, sodass sein Arsch leicht in seine Richtung gereckt ist. Bist du heiß oder was ist mit dir los? Du erwartest jetzt nicht, dass ich den Finger in den Po stecke, oder? Vielleicht muss er ja entwurmt werden. Wie Kaban. Kaban muss entwurmt werden. Was? Nein! Ja, ich sag mal, wenn du immer gut aufpasst, ob das Fleisch, was du aus dem Wald holst, dann mal kurz von dir irgendwie kontrolliert wird, musst du dir darüber nie Gedanken machen, aber ich meine dein Immunsystem. Ich kontrolliere sehr innig mein Fleisch. Ja, dann musst du dir ja keine Gedanken machen. Gut. Dein Telefon klingelt. Ja, nimm doch sofort ab. Mahlzeit. Hallo? Was kann ich für dich tun? Dein Hund will gefickt werden. Hä? Wieso? Das weiß ich nicht, wieso. Du der sorgst offensichtlich nicht für genügend Ausgleich. Er ist kastriert. Er sterilisiert. Ja, das scheint nicht, also ändert offensichtlich nichts daran, dass dieses Vieh trotzdem bestiegen werden will. Hm. Faszinierend. Ja. Wo bist du? Im Garten. Wo ist das? Ich schicke dir eine Adresse. Gut, dann komme ich jetzt dahin. Soll ich deinen Hund mitnehmen oder nicht? Kannst du gerne machen. Ist dein Hund schon mal Motorrad gefahren? Das ist er noch nicht, nein. Soll ich ihn in den Rucksack stecken dafür? Mach mal lieber. Sei mal lieber mit zu ihm. Gut. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ich beernte, also ich lege auf und ernte weiter Unkraut. Du erntest Unkraut? Ja, ich mach Unkraut weg. Ich packe Roger in sein Handtäschchen. Nein. Warum nicht? Weil Roger sich gegen jede Berührung von dir mit
Nicht mit Zähnen und Klauen, aber mit Zähnchen und Fingernägelchen. Vielleicht sogar lackiert oder zumindest aber gefeilt wert. Warum das denn? Er hasst dich. Zu Recht. Man sagt ja oft, völlig zu Unrecht, Tiere hätten in ihr Spür für gute und schlechte Menschen. Das ist bei diesem der Fall. Deswegen mag Roger mich. Ich bin ein guter Mensch. Vielleicht hasst er auch einfach irgendwie den Geruch von Bandit, der ihn mal kurz gequält hatte oder so. Ach so, das könnte sein. Nachdem du die Kacke mit einem Gartenschlauch vermutlich aus dem Panzer gespritzt hast. Ja. Aber ich bin dabei nicht dreckig geworden, darauf habe ich geachtet. Das ist mir bewusst, aber die Waschbär-Kackpheromone, die sind ja weltbekannt. Und die schrecken so eine Roger schon gut ab. Das ist Kabans Hund, den nimmst du auf jeden Fall nicht mit auf dem Motorrad durch diese Stadt. Das ist so okay, wenn er das nicht will, dann ist mach ich aber. Er hat gesagt, ich soll ihn mitnehmen. Ja, dann wirst du ihn leider enttäuschen. Du bist eine solche Enttäuschung. Jojo schreibt Kaban noch eine Nachricht. Dein Vieh will nicht. Dann lass es zu Hause. Und dann ist es nicht Vieh. Dein Hund sehr... will nicht. Danke. Lass ihn zu Hause. Sie fährt zu dir. Hallo. Mahlzeit. Dein Hund wollte nicht. Aber dagegen kann ich nichts tun. Das schriebst du bereits. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich ihn mitzwinge, aber dann dachte ich, das willst du bestimmt nicht, deswegen tue ich es dann auch nicht. Das ist auch nicht gut für seine Verdauung. Was? Das ist nicht gut für seine Verdauung, dann kriegt er Dünnpfiff. Wann? Wenn man ihn zu sehr unter Stress setzt. Okay. Was kann ich für dich tun? Ist das bei dir auch so? Nein. Okay. Sie schaut sich um, ob hier irgendwer ist oder zuhört. Wahrscheinlich nicht. Nee. Gut. Außer Karotten und Kartoffeln. Alles klar. Pass auf, in der Nähe vom Turf Bounce, da ist irgendwas in einem Puff, irgendwas ist da merkwürdig, ist nicht direkt bei uns drin, aber irgendwie da hat sich jemand beschwert. Nicht jemand, sondern ein paar Leute, dass da irgendwas, irgendein weirder Stuff läuft. Und, ich habe die heilige Aufgabe, da mal nachgucken zu gehen, was da abgeht, diskret. Also da, ich habe auch irgendwie, hat mein Bruderherz da schon eine Wohnung angemietet gegenüber, sodass man da gucken kann. Und wenn du Bock hast, kannst du gerne dich beteiligen an dieser Sache, vielleicht zum Zeitvertreib. Ich denke nicht, dass das jetzt eine große Geschichte wird. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen, weil die Bullen da so ein bisschen ihre Hand drüber halten, aber irgendwas scheint da trotzdem komisch zu sein. Ein bisschen Kleingeld könnte ich wohl verdienen. Ja, die Frage ist, wie wir es machen. Also, entweder eine direkte Bezahlung anders und besser wäre es tatsächlich, wenn wir da irgendwie gucken können, dass wir da eine Einigung finden und wenn es irgendwie das Auto ist, was wenn es beim nächsten Mal Schrott ist, dass wir da irgendwie nachgucken oder sowas. Das kommt ja durchaus öfter vor. Das ist wohl richtig. Wenn du das einschließt auf meine anderen kleinen Drohnen, dann sollte das nicht das Problem sein. Ja, ich kann mal nach deinen Drohnen gucken, das ist jetzt nicht das Ding, aber da kenne ich mich nicht so gut aus. Also wir haben jetzt nicht so die Drohnenexperten, ne? Ja, nee, ich meine nur, ne, Ersatzteile etc., das kriegen wir dann schon irgendwie geregelt, denke ich, oder? Ja. Sehr gut. Da mal was zu reparieren oder da mal was richtig zu machen, ist schon in Ordnung. Na guck, eine Hand wäscht die andere. Genau, wird ja wahrscheinlich nichts Großes sein, denke ich. Nicht, dass ich wüsste. Na dann. Ich würde sagen, ich habe sowieso gerade keinen Bock mehr hier drauf.
Er steckt halt so eine, ja, so eine Unkrautjäte da, so ein Haken zum Unkrautjäten in dem Boden und ja, packt seine Handschuhe an die Seite, kommt zu dir. Dann wollen wir mal, wa? Jo. Wollen wir erst am Lager vorbei, dass ich die Gefährte, die Zeppelin und so weiter besorgen kann? Die wollte ich sowieso schon mal ausprobieren. Wenn du die Drohnen mitnehmen willst, also ich dachte, dass wir eigentlich erst, wie gesagt, wir haben da eine Wohnung, ne? Es ist übrigens noch jemand dabei. Zieht eine Augenbraue hoch. Na, irgendwie so ein Typ, der, mit dem habe ich vorhin gequatscht. Das ist so ein Typ, der hat irgendwie mal vor einer Weile bezahlt, irgendwie dafür, dass wir mal ein Auge auf den haben. Bei dem ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Der scheint auch, also zumindest hat er davon geredet, dass er auch irgendwie so mal so ein bisschen nebenerwerblich oder auch hauptberuflich irgendwie tätig ist, wenn du verstehst, was ich meine. Aha. Ja, irgendwie so ein Matrix-Typ, ein Decker, glaube ich. Oh. Naja. Nicht schlecht. Praktisch, was zu haben. Ja, keine Ahnung. Also es geht jetzt erstmal darum zu gucken, ob der überhaupt was taugt oder ob der was drauf hat oder ob das nur ein Flachpfeife ist. Naja, wenn er erwischt wurde. Naja, aber bei dem ist halt was schiefgelaufen irgendwie und das ist halt ziemlich zerbumst worden. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt war, muss nicht seine Schuld gewesen sein, wissen wir ja nicht. Ich habe jetzt auch nicht aber so genau immerhin war er gefragt. Immerhin war er so schlau und hat sich vorher eine Rückendeckung besorgt und also von daher. Ja. Ist naja, ja schon mal nicht ganz so dumm. Wie gesagt, also es ist. Der kommt auch gar nicht von hier. Der hat, ist es irgendwie über die Außenstelle in Bryansk gelaufen. Ach Gottchen. Ja, ja. Also der kommt gar nicht aus Moskau. Deswegen, naja. Okay, schauen wir mal, was das für einer ist. Machen wir. Zum Lager müssen wir Latexmasken brauchen wir. Ja, das ist richtig. Ich würde vielleicht. Drohnen können wir mitnehmen. Also ist mir egal. Was ich will die Dinger unbedingt mal ausprobieren. Kann ich verstehen. Ist ja auch völlig easy. Also ein bisschen Drohnen üben. Genau. Und wenn wir jetzt auch noch jemanden haben, der die auch absichern kann, ist ja super. Ja. Ach, siehste, ich muss unbedingt noch was machen. Ich brauche noch ich brauche noch das Dingens-Comlink hier. Ich brauche noch ein Wegwerf-Comlink. Das Dr. Baryshnikov-Comlink am besten. vor dem Haus gibt's auch einen Decoy-Comlink Automaten, ganz so viel. Dann hole ich mir so eins. Dann streich dir mal 10 neue Inhalt, das war ein Witz. Jojo schreibt eine Nachricht an Dr. Baryshnikovs Kundencenter. Wir sind offen für ihre Ideen. Okay, warte. Wenn du das machst, öffnet sich ein kleines Fenster. Zu sehen ist Dr. Baryshnikov mit ausgebreiteten Armen. Dr. Baryshnikov, ich sehe mir für dich da. Hast du Ideen? Hast du Probleme? Ich kann dir helfen. Männlein, Weiblein, ganz egal. Dr. Baryshnikovs Herz, Hirn und Schwengel sind für alle da. Genau. Jojo schreibt da jetzt rein. Freund-Feind-Erkennungssystem für Cyber... Muschis und Cyberschwengel. Dr. Baryshnikov, danke dir für deine Beschwerde, Anregung, Glückwünsche oder Ideen. Wird alles aufgenommen und von vielen Kräften gelesen. Ist Idee gut oder Vorschlag oder Kritik, machen wir dir eine kleine Prämie, Gutschein für Filiale in deiner Nähe. Ich fand das einfach schön. Danke. Warte mal, Freund, Feind, Erkennungssystem für Cybergenitalien, ja? Sie schreibt auch noch eine kurze Erklärung dazu. Die hätte ich jetzt gerne, bitte. Du meinst einen Vergewaltigungsschutz, auch für Männer? Nicht nur ein Vergewaltigungsschutz, auch für Männer, ja, auch das, aber auch ein Anti-Fremdgeh-System quasi. Also wenn jemand ein Cyber-Geschlecht hat, dann ist das quasi nur funktional bei dem korrespondierenden Gegenstück. Was zum Teufel, das ist totaler Schwachsinn. Ich finde das super witzig. Das ist einfach die beste Idee seit heute. Ich finde das super witzig. Ja, aber wie gesagt, also 90, also das funktioniert nicht.
Da, das wie soll die neue denn Form des Ehrings. Ja, schon. Ist ja auch alles okay. Kann ich ja verstehen, aber da musst du ja auch schon für den Kerl. Das selbstverständlich nicht für Dr. Baryshnikov entsprechende Spielzeuge etc. pp. Ne? Also das ist ganz klar. Und du musst halt ganz wichtig, dass du da eine gewisse Hintertür einbaust, weil sonst können die Männer ja gar nicht mehr mit Dr. Baryshnikovs Nutten korrespondieren. Also, ich sag mal, da wird Dr. Baryshnikov schon für sorgen. Jetzt pass mal auf, Dilly. Du hast gestern gesagt, es wäre doch einfach übel schön, wenn Dr. Baryshnikov Group AAA wäre. Da müssen sie doch aber auch ihr Geschäftsfeld erweitern, oder? Ja. Ich finde die Idee prinzipiell einfach Daddy-isches. Oh Mann. Also, das wird auf jeden Fall kommen. Super. Nun denn. Ich finde das hervorragend witzig. Ja, das ist es. Freund-Feind-Erkennung. Naja. Macht ihr dann auch Gesichtserkennung mit gleich mit bei? Nee, es ist kodiert nur auf die Genitalien. Die werden dann genau abgelichtet und vermessen mit Lasern und so. Und weißt du, und dann und so weiter. Du musst das schon mit irgendeinem Tag machen, den du implantierst, sonst wird das vermutlich nicht gehen. Ja, ich glaube auch nicht. Oder mit einem Erkennungsschlüssel, den dann halt nur der Partner kennt und du selbst nicht. Oder quasi eine Art Wasserzeichen, was da einfach dann irgendwie mit draufgeladen wird oder so. Aber das Problem ist, was ist mit Selbstbefriedigung? Na, das sollte noch gehen. Es kommt das ja gibt, da kein fremdes Ding. Update. Du kannst quasi ja. Das kaufst du natürlich dann im Zweierpack, ist ja klar. Einmal für sie, einmal für ihn. Und dann kann natürlich sie die Selbstbefriedigung freischalten für dich. Das ist zum Beispiel eine Macht, die man einer Frau nicht geben sollte. Also das halte ich für... Das denke ich, sollte noch gehen. Also solange da... Aber was ist, wenn er dabei Pornos guckt, wo ja andere Frauen drin vorkommen könnten? Oder Tiere, oder beides? Na, das ist ja egal. Es geht ja... Oder wenn eine andere Frau daneben liegt, wenn er sich hinunterholt. Oder die andere Frau... Zufällig ihn, nackt. Ja, oder die Frau holt ihn dann runter. Ja, das ist ja... Also ich meine, das ist ja... Also das könnte man ja unter Umständen schon als Ehe- oder Dingsbruch bezeichnen. Ja, eben. Naja, muss ich also nochmal ein bisschen tüfteln. Na, ich denke schon, dass das durchaus möglich wäre, weil man entweder... Man kann ja auch sagen, entweder ist dazu quasi die Frequenz nötig, die man selber hat. Oder die Frequenz, der Partner hat quasi. Ja, wenn du selber eine Frequenz hast, hältst du einfach deine Hand in die Nähe des Pimmels und steckst ihn dann in eine andere Vagina. Zum Beispiel. Ja, aber den Unterschied erkennt doch bestimmt ein Cyberpenis. Das ist ja quasi auch nur eine Software. Ich werde tüfteln und ich werde mir was einfallen lassen. Ja. Sehr schön. Ach so, dieses Comlink. Das Ganze auseinanderbauen und vielleicht nochmal ein Einzelteil davon verwenden. Nicht die Festplatte. Ding ist überlaufen mit Viren, wollte ich ja sagen. Auch. Ich könnte auch sagen, das Ding müsste halt auch mal wieder entwurmt werden. Okay, ich denke, wir fahren jetzt Richtung Safe House von unserem tollen Freund. Nee, wir holen jetzt... Ja gut, wir haben alles geholt. In der Klar habt ihr alles geholt. Genau, und dann fahren wir hin. Dally, willst du alle Drohnen mitnehmen? Ein ganzer Haufen, ne? Naja, also nicht so groß. Also ich meine, ich glaube nicht, dass du die Kurierdrohne mitnehmen willst. Nee, eben. Ja, easy. Übrigens stehen die auch schon in der Gruppenkasse, wenn ich mich recht entsinne. Ah. Ihr habt euren Kram geholt. Easy. Und könnt dann weiter hochfahren. Ja, machen wir doch. Seid da. Gut. Ja, schön. Dann willst du mit hochkommen oder willst du unten bleiben? Ja, man kann ihn ja oben mehr finden. Das ist ja nicht das Ding. Was? Man kann ihn ja oben mehr kennenlernen. Cutie. Dann...
klingelt Jojo nochmal, hält das Ding in die Kamera, also dieses Tattoo in die Kamera und ja, geht dann. Kriegt aufgedrückt. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Hey, das ist der Kumpel, von dem ich dir erzählt habe. Ja, ich blick mal von der Kniescheibe langsam nach oben, krieg also auf den Nickstarre, bis ich dann am Kinn angekommen bin. Hi. Du hast nicht gesagt, dass er 12 ist. Dann hätte sie auch gelogen. Okay. Schon 13? Naja, und nochmal knapp 20 Jahre drauf, Kollege. Du bist alt. Du bist verdammt alt. Das glaube ich nicht. Glaub mir, ich will jetzt keinen Sinn sehen. Oh Mann. Aber egal. Geht's los oder geht's was anderes? Nee, es geht los. Ich hab dir was mitgebracht. Zeig mal. Da! Was ist das? Schmeiß dir eine Latexmaske hin. Oh, praktisch. Soll helfen, ja. Wie heißt überhaupt? Das hat sie noch nicht gesagt. Ach so, Tick. Okay. Moin, ich bin Kaban. Hi. Ja, dann schnapp ich mir mal meinen Krempel und dann brauche ich noch einen fahrbaren Untersatz oder habt ihr was dabei? Kannst bei mir mitfahren. Alles da. Okay, brauche ich meinen Joghurtbecher nicht mitnehmen. Ja, dann packe ich mal so Deck und Kniff lasse ich zu Hause. Soll ja eher kleines Besteck aufgefahren werden. Das heißt nicht, dass du deine Knifte zu Hause lassen musst, aber es ist okay. Ja, da er sie nicht offen irgendwo rumliegen lassen haben wird, wirst du nicht sehen, dass er sie nicht einpackt. Das stimmt. Richtig. Dann. Ich dachte nur, das hat er laut gesagt, mit Knifte lasse ich zu Hause. Denke ich nicht. Dann nehme ich nur noch das Messerchen mit. Alles klar. Jetzt, alles klar. Dann folge ich euch mal. Ja, Jo lässt ihr Motorrad auch stehen. Also dann geht nur kurz unten, das steht ja auch unten, dann gehe ich mal von aus, geht dann halt kurz zur Tasche, holt sich da noch was raus und dann gehen wir alle zu Kamans Wagen. Juti. Ihr fahrt ein paar Kilometerchen, also anderthalb, Richtung Süden. Und ich nehme an, ihr wollt erstmal in die Butze. Yep. Easy. Das ist halt wie immer. Das ist echt ein ganz schön hohes Haus. Es wird immer kreativer, versteht ihr das? So. Mhm. In der Wohnung selbst, die sich ja dadurch auszeichnet, dass sie ein Feldbett besitzt, und ein Klo beziehungsweise ein größeres Waschbecken, in dem man dann auch einen Fuß gut reinkriegt, weil das weit unten ist. Aber kein eigenes Zimmer dafür hat, sondern halt so einen Duschvorhang quasi. Und einfach bestialisch nach Curry stinkt. Damit meine ich das hier richtig, nicht das Gewürz, wobei das ja wenig Unterschied macht. Ihr habt aber da einen guten Blick auf das Ding je hinüber. Eigentlich müsste ich jetzt direkt mit Dings anfangen, der direkt rausguckt. Pass auf, gegenüber habt ihr maßgeblich ein dickes Haus. Ich gebe euch gleich einen Twitter-Link. Das dauert nur 4 Stunden. Yay. Yay, Twitter ist abgestürzt. Super. Hähnchen. Da. Hihi, what it. jetzt passt auf, Kinder. Euer Haus ist ja quasi dann irgendwo hier, bloß dass da noch eine Straße dazwischen ist, ne? Achso, Daddy, du bist wie immer Screenshot-Beauftragter. Eure Blickrichtung wäre entsprechend hier. Ganz schön krass. Und das, cool. Und das entsprechende Gerät, was ihr dann beobachten sollt, ist halt im, keine Ahnung, 30. Stockwerk. So, das Ding. Ihr müsst euch das jetzt folgendermaßen vorstellen. Das, was ich jetzt gleich grün male, ist Luft. Also quasi luftige Höhen.
Und du hast halt irgendwie 50 Stockwerke den Aufbau, den du jetzt hier siehst. Und danach wird sich das quasi, der Wohnblock in der Mitte, der auch echt klein ist, also die Butzen da müssen super winzig sein, mit dem Außenteil verbinden und dieser innere Luftraum da, der wird sich quasi verschließen. Sodass du oben nochmal einen größeren Wohnaufbau hast. In dem unteren Bereich, wo halt dieser Aufbau, der jetzt im Twiddler ist, sich befindet, hast du eher Geschäfte, Dienstleister, Beratungsfirmen, Versicherungsvertreter, Banken, Haufen so ein Scheiß. Und das, was da außen an dem eigentlichen Gelände da dran ist, das ist halt eine, nennen wir es mal Veranda. Die ist selbstverständlich mit Plastglas-Scheiß abgedichtet gegen die äußere Luft, die ja nicht nur kalt, sondern auch scheiße stinkend ist, und sie ist verspiegelt, weswegen der Blick eher eingeschränkt ist. Hat Vlad sich das gut überlegt? Nee, ist mir aber relativ Wumpe. Okay, wir sehen nichts, aber wir sind trocken dabei. Schön. Das ist richtig. Und wir können eventuell den Eingang sehen, oder nicht? Nee. Kannst du nicht, weil da ja oben dann quasi alles dicht wird. Jojo grinst und meint, Memo, wenn alles schief geht, darf einer von euch dieses Ding besuchen. Mich lassen die da nicht rein. Ah, du suchst also jetzt schon noch Ausreden. Mhm, mach mal einen Strich. Mach einen Strich auf der Liste. Sie grinst. Nein, ich sage nur die Wahrheit. Steht da ein Schild irgendwie nicht für Taschenelfen oder was? Ey, Vorsicht, Vorsicht. Da was denn? Ich ganz Taschenelf, das sagt nicht hier jeder zu mir. Oh, nee, war ja nur Jojo. Die muss ich auch das Recht erst verdienen. Was? Taschenelf. Ich hab mir das Recht gekauft, mein Freund. Ich hab mir das Recht gekauft, sie grinst. Quittung. Damit wirst du... Die habe ich in Form deiner Wohnung. Aber, Fuck. Damit da war ja was. Ich werde nicht die Erste sein, die dich so nennt. Das kannst du mir nicht glauben. Jetzt bin ich das nicht gewöhnt. Siehst du? Ist gut. Frühzeitig dran gewöhnen, dann nervt es dich nicht so. Ja, aber ich dachte, ich könnte einmal jetzt wenigstens gegensteuern. Wie denn? Ja, wahrscheinlich eher pass mit auf, Stelzen, vielleicht steht er auf und beißt ins Knie. Indem du... Sie guckt zu Kaban hoch. Ja, okay. Ich weiß, ich bin im Land der Hobbite. Hobbits, ihr seid alle so klein. Wenn man euch nebeneinander stellt, dann ist jeweils ein halber Meter zwischen euch. Das ist absolut richtig. Juhu, wir sind eine laufende Treppe. Ja. Gut. Das heißt... Das heißt, wir haben freie Schussbahn, wenn wir in einer Linie stehen. Das stimmt. Und zwar übereinander. Absolut praktisch. Und jeder von uns kriegt Teildeckung, außer der Zwerg. Naja, er steht ja ganz vorne, deswegen hat er keine Deckung. Richtig. Eben. Also. Plus. Gefällt mir gut. Ausgesprochen gut, ja. Ändert nichts daran, dass ich jetzt gleich mal, wenn wir uns hier einbrauen, ich mach gleich ohnehin einen Spaziergang und guck mal, dass ich irgendwie ein paar Kameras anbringe. Brauchen wir hier irgendwas? Wir verbringen jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, ich besorge gleich Trinken und Essen und, oder wollt ihr überhaupt essen? Ja, Duftbäumchen wäre vielleicht noch eine Idee. Duftbäumchen? Ja, hier riecht's wie in einer indischen Scheißhausbude. Das ist ein Elf, Entschuldigung. Also. Definitiv Elf. So weit würde ich nicht gehen, Taschenelf. Da gibt's Abstufungen. Die sind ungefähr einen Meter groß. Naja, man wächst mit seinen Herausforderungen oder so ähnlich. Oh, dann hast du ja nicht so viel davon gehabt, das Leben geführt zu haben. Ging phasenweise. Tut mir leid. So, eigentlich nicht. Für einen Meter hat's gereicht, also von daher. Bis gleich.
Ich guck schon mal, sonst was ich an so Kameras schon dran sehe, oder? Ah ja, im Haus wäre geil, ja. Okay. Also man kann von oben quasi auch nicht reingucken, ne? Hier so in diesen Bereich. Na pass, den Bereich kannst du gar nicht sehen. Das weißt du nur, weil es manchmal Bilder von halt innerhalb dieser Teile nach innen gibt. Gut, nee, das war schon alles, was ich wissen wollte. Easy, aber du kannst mal kurz Wahrnehmung mit allem sehen machen. Oh, Wahrnehmung mit allem sehen. Na, du wirst schon. Ich bin quasi begeistert. Ja, zwei Erfolge Tag. Zehn schon kommen. Na Juti, pass auf. Das ist ja nicht nur abgedunkelt, das wäre ja lame. Vor allen Dingen hast du ja viele solcher Aufbauten übereinander. Und da das viele Geschäfte sind, strahlt natürlich jeder dort irgendeinen anderen Scheiß an. Logos, Werbung, jeden Kack. Das Papillon bedient sich selbstverständlich grüner Wiesen, schöner Teiche, schmetterlingsverhangener Himmel, wolkenbeschienener und ja, wolkenscheinen Dinge und so weiter. Aber wenn die Elektronik ausfällt, und das tut sie, ist das problematisch, weil in so einem Aufbau kannst du das natürlich sehr schwer setzen, müsstest dir, weiß ich nicht, vermutlich die ganze Balustrade austauschen, den Überhang da. Das heißt, du kannst an manchen Ecken durchgucken und siehst immerhin nicht viel mehr. Aber du siehst immerhin, dass da schon der Besuch vorhanden ist. Dort scheinen zumindest, du siehst mindestens so innerhalb von 10 Minuten 4 Leute an manchen Stellen. Also es gibt, das Ding ist nicht leer, sag ich mal. Viel mehr, aber leider erstmal nicht. Bist ja auch ein Stück weiter weg. Ja. Ich hätte jetzt mein Gewehr mitnehmen können, da hätte ich ein Vergrößerungsglas drin gehabt. Du hast das doch in deinen Augen. Da habe ich Verbesserungen drin, keine Vergrößerung. Du hast keine Sichtvergrößerung in deinen Augen? Oh, warte mal kurz. Ich bin dir um einiges voraus. Also warte mal. Entschuldigung, nee, ich nehme das zurück, ich habe das natürlich drin. Alter, ich hätte dich aber sonst jetzt irgendwie verprügelt und danach mich, weil ich bei Charakterschaffung nicht gesagt habe, wir müssten mal kurz über was sprechen. Sorry, ich hab's vergessen. Alles gut, meiner, du hast es ja. Ja, das ist gut. Das ganze Augenpaket. Oh. Nimmer nie darf ich sowas. Ich zoom trotzdem rein. So. Ja, dann siehst du halt die Mäntel und ab und zu mal ein halbes Gesicht und die Hände und Beine der Leute, die da sind, vergrößert. Sehr gut. Manche haben Taubenkacke am Schuh. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ja, in der Tat, weil das beruht nämlich darauf, dass die Leute ihre Schuhe nicht sauber machen. Das heißt, wir könnten da eventuell einen Kleber auf dem Boden platzieren, der dann eventuell in die Wohnung getragen wird. Mit einem Mikrofon. So. Und die anderen, die haben ja auch sicherlich Dinge vor, erzählt mal. Na, Jojo geht halt, hat halt die Kameras und geht mal runter. Ja. Mit einer Latexmaske und Platten, wir vorhin erzählt. Ja, da werde ich aber vielleicht einmal so eine Latexmaske, die zieht man sich zwar von allein über, aber vielleicht müsste man da mal kurz verkleiden. Du meinst, Zeichen. Du willst dann doch nochmal kurz einen Verkleinwurf sehen? Einen kleinen vielleicht. Einen winzigen. Ja, nur mal gucken, wie es so aussieht. Ach so. Der Kaban hat heute den 2-Erfolgetag ausgerufen, ich muss ja gucken, ob das stimmt. Ach so. Moment, komm. Ich verkleiden auf 2 oder auf 3? Du kennst halt einfach Kabans Charakterblatt auswendig und deins nicht. Ja. Das ist das Geilste daran, ja. Ich hab's auf 3, dann hast du es auf 2. Ja. Ja. Es ändert nichts daran, dass ich meinen Charakterbogen trotzdem mal aufmachen muss, wegen meiner Ausrüstung. So. Ja, ich habe 0 Erfolgetag. Also ich sag mal, du hast die Latexmaske. Ziemlich Kaban, gut. Hilf mir mal eben. Okay, Kaban.
Jojo setzt sich die Latexmaske, also ihr beide, die Lojo packt sich die Latexmaske ins Gesicht, da gibt's auch einen kleinen Spiegel an der Nasszelle, vielmehr ist es ja nicht, sie ist übrigens auch nass, denn das Klo leckt. Auf jeden Fall. Die passt, also die gibt sich richtig, richtig Mühe, das an den Seiten, wo die quasi abschließt, richtig gut ans Gesicht anzupassen, dass da nicht so klobige Übergänge sind und dass das alles formschön passt. Leider vergisst sie, das Ding zu programmieren, sodass sie im Wesentlichen nur eine dickere Version ihres eigenen hässlichen, kindlichen Faces hat. Jojo? Ha? Du solltest das eventuell programmieren. Ach, scheiße. Ich mach das mal kurz. Danke. Jetzt sag's mir mal kurz, in welche Richtung du Jojos Gesicht verändern willst, weil du 4 Erfolge hast, kannst du aus ihr so ziemlich alles machen, außer einem verdammten Troll. Oh. Ich mach aus ihr wie ist sie heute angezogen? So wie immer. Sie hat halt eine Jeans an, ein paar flache, einigermaßen bequeme Schuhe auf der Jeans sind, nee, eigentlich gerade keine Patches, die scheinen noch nicht ganz so alt zu sein. Und dann trägt sie, es ist ja kühl, jetzt in der Wohnung, einen Kapuzenpulli und darüber hat sie halt einen Mantel an. Also sie ist Jojo untypisch wenig bunt gekleidet. Sehr schön. Ich mache sie zu einer alten Frau. Das gefällt mir. Mir auch. Ich meine, das wie alt, weil die Haare, die bleiben ja trotzdem braun. Ja, sie wird ungefähr um die Anfang 60. Beauty. Also wie gesagt, das sind 4 Erfolge und das gelingt ihr ziemlich gut. Es ist nicht mehr die sexy Cousine. Es ist jetzt einfach, die ist alt. Ja. Gilt? Siehst du. Wo? Nein, sie sieht auch alt im Gesicht aus. Alt und verbraucht. Tränensäcke, Falten, Krähenfüße so tief wie... Sie hat definitiv keine Lachfalten, sondern eher so diese Merkel Gesichtsform quasi, dass sie so immer böse guckt halt. Der Ausdruck in ihren Augen passt hervorragend dazu. Ja, oh, eben drum. Und sie hinkt leicht, das passt noch viel besser. Ja. Die perfekte Tarnung. Als hätten wir es abgesprochen. Ja. Sehr gut. So, was machst du jetzt mit irgendwelchen Kameras? Wo willst du die hinpacken? Na, in die Nähe des Eingangs, dann kann man doch, ich weiß nicht, wie ist denn das mit dem Haus? Da ist doch irgendwas Öffentliches drin oder gar nichts? Kommt man da gar nicht rein? Je alles, also ich meine, du musst ja in den Wohnblock kommen, um in die Geschäfte zu kommen. Von du hast daher absolut kannst recht. Du überall easy rein. Willst du jetzt, ich nehme mal rot, willst du jetzt die Kameras irgendwo hier hinschmeißen oder so? Ich möchte die Kameras so platzieren, dass man den Eingang erkennt. Also sieht, wer da rein und raus geht. Also ich meine, dass dieses Viereck da, das ist einfach ein geländerter Laufsteg, ne? In großer Höhe. Gut, dann soll das so da rein, dass man halt den Zugang zu diesem Bordell im Blick behalten kann. Und wenn das irgendwo ganz drin ist, so dass mich da erst ins Gebäude rein muss, dann würde ich auch erst ins Gebäude reingehen. Nein, den Wohnblock musst du auf jeden Fall. Das ist, ich habe vergessen, welchem Stock. Hoch. Gut, dann geh... Das heißt, also du gehst in den Wohnblock rein, du fährst mit dem Aufzug hoch, du gehst vermutlich bis zu der Plattform. Du siehst, bevor du da rausgehst, dass eine Kamera selbstverständlich hier ist. Ne? Das heißt, die würden dich jetzt sehen, wenn du da auf diese Plattform trittst und in diesem Bereich ist natürlich nur dieses Etablissement. Okay. Na, wenn in dem Bereich nur das Etablissement ist, dann werde ich auch auf jeden Fall gucken, dass ich mich jetzt erstmal außerhalb des Sichtbereichs der Kamera bewege, aber die andere Kamera möglichst so platziere, dass ich sehen kann, wer da rein und raus geht. Du meinst quasi, wenn... War das schwarz? Das ist so nach dem Motto, ich bin jetzt hier hingegangen, oh Scheiße, ich habe mich in der Etage geirrt. Muss aber dann vorher nochmal auf meinen Comlink gucken oder irgendwo drauf gucken, um mir sicher zu sein, dass ich jetzt hier gerade falsch bin.
Und hab, so dass ich mich da ein bisschen abdrehen kann und dann aber auch noch Zeit habe, da was anzubringen. Du meinst quasi, wenn. Warte. Wenn jetzt hier so ein Gang ist in dem Wohnblock, dass du die Kamera irgendwo da so hinpackst. Ja, so dass ich halt im Blick habe, wer da rein und raus geht. Na, mal nochmal verkleiden. Und hier schick. Das kannst du doch ziemlich gut. Zwei Erfolgetag. Na, Juli. Jo, habe ich nach deinen Nullerfolgen gesehen. Also. Ja. Das war mit Man 4 wieder statistisch gesehen 0. 2. Es waren 48.000 in jedem Fall los. Bringst du eine Kamera entsprechend an, dass sie im Blick hat, wer da rein und rausgehen könnte. Ja. Alles Gute zum Geburtstag. Besten Dank. Na, rein komme ich ja nicht. Kannst du schon. Du kannst einfach reingehen. Das ist so ein offenes Geschäft. Das war, aber das wäre sehr merkwürdig, wenn ich da jetzt reingehe. Es ist besser, da einfach mal später einen der Kerle reinzuschicken. Na, ich sag mal, so eine 60-jährige Omi braucht auch Liebe. Ja. Oder einen neuen Job. Pass auf. Ich sehe vielleicht aus wie 60, aber untenrum. Wie Born 20, glaub's mir. Du bringst eine Kamera an, sehr gut. Ja. Du gehst, du fährst mit dem Fahrstuhl wieder runter, nehme ich an. Ja. Du verlierst das Signal zur Kamera. Wieso das denn? Weiß ich doch nicht. Bist du Hacker? Bin ich Hacker? Und sie fährt nochmal hoch? Du gewinnst das Signal zur Kamera ein Stockwerk darunter. Das darf doch nicht wahr sein. Ist da unten drunter irgendwas? Wie? Überall. Nee, warte mal, die Kamera ist ja jetzt draußen, ne? Nee, die ist drin in dem Gang vom Wohnblock. Damit du dich nicht zeigen musst vor der anderen Kamera halt auf dem Steg. Gut. Dann fahre ich jetzt trotzdem erstmal zurück. Mhm. Geht dann wieder rein. Macht sich diese Latexmaske auch erstmal wieder vom Gesicht. Mhm. Die war so gut. Es ist so warm da drunter. Übrigens, eine Latexmaske nur aufzulegen dauert ungefähr 10 Minuten. Das zu programmieren dauert 10 Minuten. Und nein, die ist nicht warm darunter. Das ist, okay. Ist Shadowrun. Ficken. Alles klar. Warm wird es nach 2 Tagen. Alles klar. Dann lasse ich sie erstmal auf, falls es witziger ist. Mhm. Na, als Frau, was hast du herausgefunden? Dass ich ungefähr, dass ich das Signal so ein Stockwerk unter diesem blöden, beschissenen Gang verliere. Das heißt, irgendwas ist da entweder oder du müsstest mal vielleicht irgendwie deine Drohnen platzieren, dass wir vielleicht mal ein bisschen Signal haben von der Kamera. Maybe. Dann solltest du das tun. Maybe. Cutie. Wo, damit ich die am besten durchkriegen kann? Warte, ich hier. Also ich hoffe, dass das Signal da aus dem Wohnblock rausgeht. Es wäre merkwürdig, wenn nicht eigentlich. Also aus diesem Gang. Also da ist jetzt die Kamera. Und gucken wir, ob du es hinbekommst. Okay, wo hast du es jetzt gerade eingezeichnet? So, Trolli hat es eingezeichnet. Ja. Die Kamera habe ich ja gesehen, aber was meinst du mit wo und da und hast nicht gesehen? Na, Jojo zeigt dir jetzt, wo die Kamera drin ist, also wo die Kamera ist, damit du deine Drohnen platzieren kannst. Sie kann das ja nicht genau wissen, wo das sein muss. Das musst du halt ausprobieren, vermutlich. Ja, was denke ich denn so an dem groben Plan? Na, welche Drohne willst du denn nehmen? Vielleicht das ist noch so eine. Bitte? Ja, das ist noch so eine Sache. Ich bin mir bei der Beschreibung des Hauses noch nicht ganz so grün geworden. Pass auf. Das, was du hier siehst, gilt für die ersten, was hatte ich vorhin gesagt? 40? 50? X Stockwerke. Und dann, ich mal das jetzt nur mal kurz drüber. Musst du dir vorstellen, dass sich dieser ganze Bereich hier dann quasi vereint. Das heißt, der Bereich hier fällt überall weg.
Und das wird dann eine Fläche, wo das dann quasi sich dann immer weiter verjüngt, bis es oben quasi so ein Dreieck wird. Weißt du? Und da oben drüber hast du dann nur noch Wohnzellen. Das heißt, der Bereich der Grüne hier ist abgeschlossen. Das ist unten halt tatsächlich Rasen, obwohl natürlich hier Kunstrasen. Und ein Baum, aber ist natürlich auch nur ein Kunstbaum. Und da ist auch innen schön beleuchtet, aber das ist quasi nicht freier Himmel, das Grün da. Ja, also Dinge, die uns momentan noch nicht interessieren, weil es ist ja... Das Portal ist ja nicht auf der Ebene, richtig? Na, es ist irgendwie, was hatte ich denn vorhin gesagt? Ich sage jetzt einfach, ich habe vorhin gesagt 26. Ah, verstehe. Ja, da bringen mir meine Drohnen natürlich nicht viel. Das ist nicht ganz richtig, es kommt drauf an. Na, es geht doch nur darum, dass das Signal nicht einfach nicht weit genug reicht und da irgendwas zu sein scheint, was das Signal nicht weiter verdingst. Das bedeutet, es wäre doch klug, wenn man einfach dann diese Drohnen in einer Reihe quasi schaltet. Von mir aus die Wetterdrohnen oder was auch immer, weil die temporär sind, also weil die da bleiben. Und dann, so dass die das Signal der Kamera quasi weiterführen können. Ja, aber wenn die Wetter, also wer packt eine Wetterdrohne in seinen abgeschotteten Bereich? Punkt für dich. Verengt sich das eigentlich hier nach da oder eher von ja, quasi? Das zweite. Okay. Oder du nimmst mich per Drohne mal mit rüber und ich guck mal von da aus. Bitte nochmal. Oder du nimmst mich per Drohne mit, also als Beisitzer, und ich guck mal von deiner Drohne aus, ob ich etwas sehe. Du meinst virtuell? Richtig. Ha. Gut, ich war nämlich gerade überlegen, ob du dich auf die Drohne setzen möchtest. So klein bin ich auch wieder nicht. Gut. Keine Ahnung, ob die Drohne das dich hochheben würde. So klein wie du bist. Immer auf die Kleinen. Hey, dann könntest du fliegen. Gnomenstaffel zum Angriff. Hoffling. Der Pigeon Schimmel war super. Na, was denkst du, wie erst der Pigeon Dwarfling wird, wenn der dann einen Ork und einen Mensch festhält? Witzig. Nice. Nichts, was man nicht hinbekommen könnte. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das so, oder? Das Problem ist, ich habe, glaube ich, na, ansonsten muss ich anfangen, irgendwie eine Spur aus sendenden Geräten, wobei ich das eigentlich merkwürdig finde, da muss doch da unten irgendwas sein, weswegen ich das Signal verliere, oder? Du bist doch der Drohnentyp und du bist doch der Matrix-Typ. Wieso muss ich mir darüber jetzt eigentlich Gedanken machen? Musst du dir gar nicht. Ich weiß nur nicht genau, warum dein Signal abreißt. Ich bin abreißt, nur die Hardware-Schlampe. Ja, jetzt rede ich doch nicht mal so aus. Wahrscheinlich ist da irgendwas, was stört, sprich entweder dicke Mauern, das wäre kacke, oder irgendwas irgendwie Störsender oder halt irgendwie andere Störeigenschaften unten drunter. Das ist die Frage anscheinend auch oben drum und drumherum, generell. Und es ist nichts in der Nähe, was weiterleitet. Also, ihr wisst schon mal, drumherum kann nicht sein, ihr habt verschiedene Signale von den einzelnen Geschäften, ihr habt von den Vollidioten, die ihr Pannen wirklich immer aktiv laufen haben, die dort in dem Wohnblock zum Teil hausen, habt ihr auch Signale, es kann so nicht sein. Ihr habt tatsächlich in dem Stockwerk unter dem, wo die Drohne sitzt, Probleme mit dem Matrix-Empfang. Der ist natürlich bei euch geringer ausgeprägt, weil ihr nicht das Signal in der Minikamera habt, dass er bekanntlich fickend scheiße ist. Ja, klingt nach Jamming.
Vom Bereich her passt das. Es sind irgendwie nur so, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8, 12 Meter Radius. Durchmesser meine ich. Ja. Aber das wollen wir ja mal prüfen, ne? Das Problem ist, keiner meiner Drohnen hat eine relativ hohe Sendeleistung. Glaube ich. Brauchst du doch auch nicht, oder? Ja doch, wenn die, ja, okay. Wenn dieses Ding nicht dadurch kommt und ich nicht dadurch, meine Drohne da nicht durchkomme, ja, bringt die Drohne nichts. Hacker kommt mit, Auswurfschock, direkt. Der kann ja gar nichts. Wenn ich umkipp, dann weißt du, deine Drohne ist nicht mehr safe. Dann besorgen wir uns jetzt ein Comlink oder irgendwas anderes mit einer hohen Sendeleistung. Eben. Und gucken, dass wir eine Connection zwischen der Drohne und dem Comlink mit der hohen Sendeleistung kriegen. Und das kriege ich noch hin. Okay. Alternativ könnte ich... Warum willst du dann die Drohne da reinpacken, die steuerbar, und nicht einfach nur das Comlink da reinhängen? Und als Relais fungieren lassen? Weil ich dachte, dass man vielleicht, ich weiß, abgesicherter Wohnblock und bla, aber wenn man das Comlink oder wenn der Hacker vielleicht gucken kann, ob er das Signal von der Kamera mit dem Comlink, mit der guten Sendeleistung finden kann, dass man dann vielleicht gar nicht da rein muss. Ja, das war schon klar, aber die Frage war, warum du dafür eine Drohne benutzt. Die brauchst du ja dann ja gar nicht mehr. Weil ich das Comlink nicht einfach da irgendwo reinhängen will und die Drohne über dem Wohnkomplex fliegen kann. Das funktioniert so nicht. Wieso nicht? Gegenseitige Sendereichweiten. Das heißt, wir müssen in der Reichweite der Kamera sein. Aber wenn die Sendeleistung meines Comlinks hoch genug ist, wieso soll ich dann nicht das Signal von der Kamera finden können? Weil die Kamera nicht zurückschicken kann. Ich weiß, ja stimmt, du hast recht, aber es ergibt keinen Sinn. Weil wenn ich über das Comlink eine Verbindung zu der Kamera kriegen kann oder herstellen kann, eine aktive Verbindung. Nein, du kriegst ja keine aktive Verbindung. Also du kannst der Kamera was senden, aber die Kamera kann nicht sagen, okay, weil es kommt halt nichts von der Kamera an. Du hast eine Einwegekommunikation zu der Kamera und das funktioniert dann nicht. Die Kamera kann nicht zurückschicken. Das funktioniert so nicht. Das heißt, wir müssen die Comlink neben die Kamera legen. Ja, das ist sinnvoll, dann sieht man das nämlich sofort. Ja, das ist das Problem, warum ich gerade drüber nachdenke. Na, dann gucken wir halt, dass wir... Ich versuche mal, ob ich da irgendwie kleinere Wi-Fi-Geräte irgendwie abdingsen kann, sodass wir eine Sendekette kriegen, dass die Signalreichweite irgendwie nicht ganz ausgedingst wird. Ja, aber vielleicht sollte er sich mal den Störsender angucken, warum der überhaupt gestört wird. Oder ob er da was ändern kann. Ja. Vielleicht gibt es ja ein paar Frequenzen, die nicht gestört werden. Mein Deck käme da durch. Das sollte kein Problem sein. Ich müsste halt nur eben an die Kamera ran. Inwiefern? Ja, wenn du nicht mit dem Deck neben die Kamera stellst, dann brauchen wir die Kamera auch nicht, ne? Ja. Nein, ich muss virtuell an die Kamera ran. Ja, warte, hier müssten die Daten von der Kamera sein. Die habe ich noch, ich komme halt nur nicht ran. Wenn ich das mal Schema gucke. Aber wie gesagt, dann... können wir ja einfach mal gucken gehen, entweder zusammen oder du alleine, was in dem Komplex überhaupt ist, und dann kriegen wir das hin. Ja, gehen wir vorher, ich geh mal gucken. Willst du alleine gehen? Will einer mittrampen? Er will virtuell gucken. Na, hacken nicht von der eigenen Wohnung aus, ne? Das muss ich nicht, aber hier mal kurz. Ja, Auto, sonst, ein paar wir haben noch ein paar andere Geschäfte hier unten. Du könntest auch in die anderen Geschäfte gehen. Es gibt hier auch im 1. bis 10. Stock in dem Haus, wo ihr seid, das ist auch ein Sarghotel, ne? Ah.
Kosten Punkt Lebensstil. Ah, das gefällt mir. Dann du findest auch nach 10 Minuten eine Kabine, die nicht voll gepisst, voll gekotzt oder voll gesabbert ist. Erfolg! Freigeschaltet. Ja, dann nehme ich die. Sehr schön. Ja, nehme ich die. Komme ich da rein. Da muss auch eigentlich keiner von euch dabei sein. Ich denke mal, so schnell kann ich noch weglaufen, wenn da irgendwas passiert. Das ist süß, das sagt er jetzt mit seinem Stümmelchen. Stümmelbeinchen. Sei nicht so scheiße, Kaban. Sorry. Soll ich mal sein Territorium markieren hier? Das Wildschwein. Du musst nicht gegen jede Ecke pissen. Da kommt, das war eine Steinvorlage. Schwanzvergleich. Na, viel Ach, Spaß, nö. Ich mess nach. Ich das ist ein Hacker und damit hat er gewonnen, weil Deli den Schwanz zusammenkneift. Das ist nämlich das Ding. Nur im Nahkampf. Nee, er hat ja seinen Nahkampfstachel rausgeholt. Das ist ja quasi. Nie, also, nie. Du packst dich in die Dingenskabine. Right. Sehr gut. Klemm ich an mein Deck. Oder gehe ich mal Jojos Kamera suchen? Wichtige Frage. Hot oder Cold Sim? Erstmal Cold. Okay. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn Menschen vernünftig sind, aber na gut. Ich lasse dir das heute mal durchgehen. Oh. Was? Hacker mit Cold Sim? Also. Letztlich ist es ja so, ich weiß hier, der die gegenseitige Signalreichweite und so ein Scheiß, aber es muss ja trotzdem über Routing irgendwie, sonst funktioniert die Matrix nicht, ne? Wenn das nicht über Routing irgendwie geht. So. Richtig. Wenn irgendwas in der Nähe ist, was routet, dann ist es kein Problem. Ja. Das Ding ist, da wären viele Dinge in der Nähe, aber es gibt tatsächlich einen gewissen Störfaktor, der dich nicht wirklich beeinflusst. Das heißt, du könntest mit der Kamera auch kommunizieren. Ha. Das Störgerät sieht auch tatsächlich nach einem Störsender aus, wobei Mama kurz hier Matrix-Wahrnehmung, bitte. So, was nochmal? Computer-Intuition. Achso, Klammer auf, SR, Leerzeichen, Anzahl der Würfel, Klammer zu. Ja, ich muss eben rechnen. Alles gut. Eieiei. Er hat so einen riesengroßen Würfel, der alles ausrechnen muss. Wieso hast du 11 Würfel? Bist du sicher, dass das stimmt? Ja, Computer habe ich, stopp. Ich habe unter Maximal geholt, ich Volldepp. Bin mir ziemlich sicher, dass es 8 sind. Ja, hast auch recht. Ich fand das andere Ergebnis aber besser. Ein Erfolg. Ich auch. Das ist natürlich echt ärgerlich. Ich habe ja heute einen guten Tag und das liegt daran, dass ich die Faxe geschafft habe, bevor sie völlig widerlich war. Du meinst deswegen, ja, Welpenschutz. Genau der auch, wie Roger. Das heißt, wir nehmen diesen ersten Wurf und nehmen die letzten 3 Würfel weg. Das heißt, du hast 3 Erfolge. Okay. Schön. Außerdem habe ich ja eh noch Signalfilter dabei, ne? Weiß nicht. Ja, und das ist ja genau und so weiter. Deswegen easy as fuck. Das Störgerät sieht aus, als wäre es dazu konzipiert, eben jenes zu tun, und zwar auch aktiv, und zwar auf so gut wie allen Frequenzen, aber als wäre es eher, schon stümperhaft zusammengefriemelt. Die Kamera wird es, ich meine, viele kleine Geräte anbringen, die dann irgendwie diese Strecke überbrücken, wird echt schwierig, weil dann müsst ihr die bis zum Treppenhaus legen, um dieses Stockwerk zu überwinden. Oder außen an der Hausfassade lang, in Klammern. ansonsten, mit dem Deck kannst du es vermutlich auch die ganze Zeit abgreifen, das Kamerasignal. Ja. Jetzt, wo du weißt, dass es geht, also ich meine, es muss halt über dich laufen, aber es geht. Sonst ist vielleicht irgendwo unterwegs noch ein Knoten, der sozusagen außerhalb von dem von der Kamera, also von dem Störfeld liegt, wo ich das hinschleifen kann und das könnten wir dann abgreifen. Also ich sag mal, wenn du es ganz sneaky willst, kannst du auch den Störsender hacken und die Frequenz der Kamera ausschließen. Würde mir sogar am besten gefallen.
Naja, ja, dann zeig doch mal her, du brauchst Marken, ich guck kurz, wie viele. 3, dachte ich immer. Sag mal, was weißt du denn eigentlich von der Matrix? Nicht viel, nur das, was ich noch irgendwie von Billy in Erinnerung hatte. 3 Marken waren Full Control und das war für Sachen, wo ich nicht so viel Bock hatte, dass wir so viel Matrix würfeln, verstehst du? Okay. Das ist Quatsch. Na Juti, wir sagen mal, du brauchst 2 Marken. Okay, also Cracking. Genau. Go, go, go! Siehst du? Das sieht doch nicht schlecht aus. Also ich sag mal, pass auf. Das Icon des Störsenders, das soll man ja eigentlich ja nicht sehen. Deswegen ist das einfach nur ein beschissener Würfel, der durchsichtig ist. Da eine Marke drauf zu packen, ist für dich schwerer als anfangs gedacht. Auch wenn du deine ganzen Künste unter Beweis stellst und wirklich hervorragend agierst. Es leistet mehr Widerstand als ihr dacht. Du hast aber erfolgreich ein Märkchen platziert. Ja, dann ist das ja schon mal 1, dann kann ich ja gleich mal weitermachen. Ne? Gönn mir. Hang on, vielleicht kriege ich immer so noch 2 Bonuswürfe, fällt mir gerade ein. Das stimmt. Willkommen in unserer Welt. Glücks war kein Patzer. Also ich sag mal so. Was, deine Marken waren noch, ich hab's vergessen, war das ein Zahnrad? Ja. Ein Zahnrad, okay. Als du das zweite Zahnrad daneben platzieren willst, also neben das erste, sodass die quasi schön kreiseln und dann ordentlich Zugriff hast, wird das leider beim Auftreffen auf diesem Würfel zerbröseln und der Würfel färbt sich leicht rot. Pulsierend. Och, fick dich doch, du blödes Ding. Alarm könnte ausgelöst worden sein. Blöd. Mach ich mich erstmal von dem Würfel weg? Hey, pass auf. Während du dich wegmachst, siehst du, dass der Störsender sich abschaltet. Rebootet wahrscheinlich. Könnte sein. Mhm. Andere Idee. Ist in der Nähe von der Kamera, was noch in dem Sendungsbereich liegt, also wo die Kamera noch hinläuft, trotz dem Störsender, noch ein anderer Knoten? Einer, der gut genug ist, meinst du? Jojo schickt dir eine Nachricht. Sie hat doch deinen Comcode. Du weißt, dass das übrigens alles sehr schnell geht, ne? Aber ja, egal. Er ist ja noch runtergegangen, okay. Und hat eine Kabine gesucht. Während du dich in der stressigen Matrix kurz zurückziehst von dem Ding, das sich abgeschaltet hat, nervt dich die Fotze noch mit einer Nachricht. Sieh, mein mal, wenn du sowieso da in der Nähe bist, guck doch mal, ob du irgendwie Zugriff auf Matrix-Geräte in diesem Ding kriegst. Ja, alles gleichzeitig. Ist klar, Chefin. So, ich überlege immer noch, ob sein Gerät ist, was... Ich weiß doch nicht, was du da tust. Also, der Fahrstuhl dürfte gut sein, aber der wird hardwired sein. Schlösser sind meistens ziemlich auf Bullshit. Pass auf, die Feuermeldeanlage inklusive des Feuerlöschsystems, das hat eine verdammt gute Verbindung, weil ja die Feuerwehr tatsächlich mal benachrichtigt werden sollte, wenn irgendwas passiert. Das, ja, das geht. Ja, dann nehme ich doch die Feuerlöschanlage, die hoffentlich auch nicht so heftig Matrix abgesichert ist. Und sozusagen hack mich da rein, schleift das Kamerasignal dadurch und das können wir dann abgreifen. Na, ich sag mal, würfel einfach mal elektronische Kriegsführung und Logik. Boah. Okay.
Du schleifst das Kamerasignal durch die Feuermeldeanlage und ihr werdet dadurch jetzt auch benachrichtigt, wenn's brennt. Perfekt. Yay! Wir können aber auch so tun, als ob es brennt, wenn wir müssen. Nein. Schade. Also könnt ihr, aber da müsst man nochmal über ein paar Würfelwürfe reden. Okay. Sprich, ich bräuchte dafür mehr Markt. Ihr seid jetzt zurzeit Zuhörer, nicht Sprecher. Dann wissen wir wenigstens rechtzeitig, wenn es brennt. Ist das nicht hervorragend? Ja. Ja, wir haben eine riesengroße Antenne an unsere Kamera gebastelt. Jo, habt ihr Bild? Cool, danke. Okay. Gut, dann werde ich nochmal kurz warten, bis hier keine Alarmstimme ist und dann schnupper ich mal, was ich noch an Geräten sehe. Der Alarm des Störsenders war ja eh nur intern und der ist auch ausgesetzt, der hat sich rebootet. Ja, aber so stelle ich mich ja ein bisschen heldenhafter da, als ich bin, ne? Ja, aber ich... nicht wissen. Nee, du hast das einfach, das war schon wieder der Todeskampf dort drin. Aber hallo, 6 Black Eyes. Alter, das war Fastjacks verdammter Störsender. Das glaubt Jojo dir nicht. Weil du keinen Fastjack kennst. Eben. Nein. Was wolltest du jetzt machen? Sie weiß nur das bisschen, was Billy irgendwie immer gemacht hat. Und das, was Billy immer gemacht hat, war immer ziemlich krass. Ich gucke einfach mal, ob ich innerhalb dieses Etablissements-Bereichs, Störsender-Gedöns, irgendwelche anderen Signale sehe. Okay, du hast im Etablissement selbst viele Geräte, die du nachher ein bisschen suchen findest. Du hast Comlinks, vermutlich auch von Gästen, von Mitarbeitern. Es gibt Signale, die Kameras sein könnten. Schlösser, dann der ganze normale Scheiß halt, ne? Kaffeemaschinen, Beleuchtung, was es nicht alles gibt. Alles, die Scheiß, was man halt außen auf diesem Terrassenglas zeigt für Bilder. Das sind einfach 1 Milliarde Signale, die gibt es. Du hattest vorhin Matrix-Wahrnehmung relativ viel Erfolge, soweit ich mich entsinne, zumindest genug irgendwie. Jo. Das Ding hat einen eigenen Host, der ist gar nicht übel. Mhm. Den kann man sich vornehmen, aber ich sag mal, da muss man sich schon anstrengen. Naja, aber das fällt dann auch nicht mehr unter die Kategorie sanft und vorsichtig, ne? Unauffällig war, glaube ich, das richtige Wort. Wenn dir es gelingt, fällt das auf jeden Fall unter die Kategorie. Aber es fällt nicht unter die Kategorie, mach mal eben schnell, wenn geht. Genau. Irgendwelche Comlinks, die, wie soll ich sagen, ein bisschen schwächer geschützt aussehen? Die von den Gästen sind natürlich nicht unter dem Schutz dort. Ja, du hast ein paar Comlinks, die auf jeden Fall schwach genug aussehen, dass ich dir sagen kann, wenn du dir jetzt noch irgendwie, kannst auch AR machen, irgendwie, keine Ahnung, noch eine Stunde Zeit nimmst, dann erzähle ich dir mal was drüber. Ja, dann nehme ich mir einfach mal so 2 vor und dann gucke ich mir die mal genauer an. Juti, dann bin ich mal ganz kurz AFK, denn die Faxe will raus. Und ihr könnt euch natürlich gern besprechen, denn du kannst ja nebenbei trotzdem mit denen labern. Das dauert dir jetzt Eisenweichen. Da hätte ich direkt auch was. Wie viele Mitarbeiter kommen links, die geschützt sind, sind da? Das wäre sehr interessant. Na, daraus könnte man daraus eventuell wichtige Informationen rauskriegen. Wie viele Leute da arbeiten, ja? Zum Beispiel. Und dadurch sieht man dann auch, wie viele Wachen da rumrennen. Zum Beispiel. Bänder oder wie viel, ja, genau, und wie viel Mädchen und so weiter. Ja, die sind nur leider durch den Jammer geschützt. Da müsste ich an den Host selber ran. Du meinst also, das ist nicht so leicht? Das fällt nicht mehr unter still und unauffällig. Also, das heißt, es dauert wahrscheinlich eine gewisse Zeit, bis ich da reinkomme. Ich kann mich rein sneaken, ganz klar, aber es dauert ein bisschen. Und wenn's kannst du nicht einfach die verschlüsselten Signale zählen? Ja, gut, aber naja, das Problem ist, die sehe ich nicht. Okay. Ja, der Jammer unterdrückt, maskiert die Signale. Ich weiß, das sind Signale, aber ich kann sie nicht zählen. Ach ja. Ich komme mir so nutzlos vor. Na, also ich gehe jetzt erstmal auf so ein paar Gäste-Comlinks, die sind nämlich nicht maskiert und da sind auch ein paar, die laufen schön offen.
Vielleicht hat jemand von denen irgendeine Bildverbindung oder man kann über die Comlink-Kamera was sehen oder so. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Richtig. Wäre auch schon mal ein Anfang, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn man da eine Aufzeichnung Wenn ihr dann sagt, ne, den Host, dann nehme ich ihn. Aber wie gesagt, ja, jetzt vielleicht dauert. Nicht. Eben, gerade mal nicht, macht ihr keinen Stress. Wir schauen ja nur, wir sollen ja auch erstmal nur gucken. Richtig. Was da abgeht. Gucken, nicht schauen. Eben, erstmal nur schauen. Und ja, dann vielleicht solltest du auch ein bisschen genauer hingucken. Ich meine, als Matrix-Jockey kommst du bestimmt nicht so oft an echte Weiber hinter dran, oder? Ach, ich ohne Ahnung. Ich bediene so gerne Klischees. Naja, wenn, dann wär's an mir, die zu bedienen. Bitte? Wenn, dann wär's an mir, die zu bedienen. Ja, aber ich wollte sie dir einfach mal unterstellen. Hm. So unfassbar, ich halt einen eigenen Arsch, das war Robert in der Hand. Kriegst du eigentlich da Kinderrabatt im Buff? Das war... Auf jeden Fall krieg ich den Kinderteller wahrscheinlich. Ob also, der auf der Nutus serviert wird? Wenigstens hast du Humor, das finde ich gut. Ja, der Humor stirbt zuletzt oder so ähnlich. Nein, macht erst die Hoffnung, dann der Humor. Alles klar. Cutie, oh Gott, wie machen wir das denn jetzt am besten? Na, eigentlich müssten wir jetzt hier einfach ein bisschen rumhängen und wenn wir die Kamera haben, mal so gucken, wer da ein- und ausgeht. Und eigentlich müssten wir dann auch irgendwie nochmal rein. Ich weiß aber nicht, ob ich so viel Bock habe, mich da jetzt irgendwie... Oh, außerdem kennen die mich bestimmt, ich kann da gar nicht rein. Ja, mit deinem jetzigen Aussehen könntest du da eventuell wohl rein, aber... Ja, da würden die mich aber nicht nehmen. Nee, nicht als Tänzerin. Nee. Die als Tänzerin würde ich mich da sowieso nicht bewerben. Sonst vielleicht du covern rein und wir gucken mal einfach, wer so rein und raus geht, wenn uns da irgendjemand durch deine Augen. Ich gebe dir einen auscovern, was hältst du davon? Läuft. Aber zu einem gewissen Zeitpunkt werde ich dann wahrscheinlich die Übertragung einstellen müssen. Das schauen wir dann mal. Warum das denn? Ich will hier niemanden in Verlegenheit bringen. Also, eigentlich habe ich sogar auch noch einen gut, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. Außerdem wissen wir nicht, was dann da passiert. Also tatsächlich wäre es unklug, die Übertragung einzustellen, falls die während der Zeit irgendwas macht, was komisch ist. Das ist allerdings richtig. Und was vielleicht sogar was ist, was ich möglicherweise erkennen könnte. Du hast es also jetzt wirklich... Du möchtest also wirklich mich beim Sex beobachten? Ich beobachte dich ja nicht, ich sehe ja durch deine Augen. Kann er dann sagen, was du falsch machst? Wir vergeben Punkte. Weh, du kriegst keinen 9,5 hin. Ich will dich nicht beim Sex beobachten, Karan, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hat nur tatsächlich was damit zu tun, dass wir irgendwie da rein müssen. Und es am wenigsten auffällig ist, wenn du gehst. Ich meine, man kennt dich zwar wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich weniger als mich. Das ist wohl richtig. Siehst du? Er kommt da wahrscheinlich nicht rein. Nicht so einfach, nein. Ich sage auch mal ganz fies, dadurch, dass ich ihn nicht kenne, will ich ihn da auch noch gar nicht reinschicken. Nicht so ungut. Nö, passt schon. Aber bei dir weiß ich, dass du zumindest mit einigen Situationen umkannst. Ja, das stimmt wohl. Also wie gesagt, nichts für ungut. Passt schon. Alles klar. Gut, dann werde ich mich weiter an den Gästen da verlustieren. Und man kann ja schon mal, wie soll ich sagen, sich die Hose parfümieren, dass er dann nachher auch reingeht. So in Fleisch und Blut. Also sag mal, die Straße weiter... Also waschen, Kabern, waschen. Die Straße weiter ist Trichy Cosmetics. Da kannst du auf jeden Fall Puder und so weiter. Es geht ja um Kabern, nicht um ihn. Ja und? Ja. Ich muss mich nicht pudern, das ist gut. Geht die Hose auf den Duft Lavendels durch den Raum. Die sollen wissen, woran sie sind. Das muss schmecken wie aus der Seifendose.
Ich meine, es heißt ja auch Papillon. Ein bisschen Blumenduft ist da vielleicht förderlich. Übrigens, unter Welpenschutz zähle ich natürlich auch, dass du nach der Aktion mit dem Störsender mal ganz kurz vielleicht deine ID resettet hast, damit der Overwatch-Wert nicht weiter anwächst, zufällig. Okay. Easy. Ich gehe auch mal davon aus, dass du mit der SR5-Matrix ungefähr so viel zu tun hattest, wie ich mit der SR3-Matrix. Mit der SR5-Matrix so viel zu tun hattest, wie ich mit alkoholfreiem Frauen. Bier. Alles klar! Frauen. Immer einen drauf. Ja, ist okay. Whatever. Hauptsache Welpenschutz. Welpenschutz ist immer schön. Ich bin ja nicht so. Also doch. Glaub mir, du wirst dich erschrecken, wie schnell er verfliegt. Junge, komm, ja. Deine Milz. Wollte gerade sagen, ich merke es, wenn die Milz weg ist. Das wollen wir nicht. Obwohl bei deinem Charakter dürfte, könnte, ja. Da kommt ein Windhauch, da ist die Milz weg. Ja. So, obwohl also der ganze Körper hinterher. Innerhalb der nächsten angemessenen, entspannten Zeit, wo du die Comlinks knackst und ihr aus der Kamera gucken könnt, was so passiert. Der Eindruck von den Gästen, den ihr gewinnt, so generell, ich meine, die beiden Typen sind jetzt echt nicht so einzeln wichtig, dass man die näher benennen muss. Das sind Leute wie du und Icke. Das sind Leute, die arbeiten am neuesten Sozialbauprojekt von Rabutnik, dort irgendwie Elektronik verlegen. Das sind Leute, die arbeiten in dem kleinen Elektronikfachhändler und schrauben Comlinks zusammen, aber haben auch nicht wirklich viel Ahnung. Das sind Leute, die von dem, was sie in ihrer öffentlichen Persona so ausstrahlen, eher unsicher, na nicht direkt unsicher, aber doch, ja, doch schon der Großteil auch weniger extrovertiert sind, die einfach keinen scheiß Shadowrun-Podcast auf YouTube hätten, die einfach keine Ahnung. Das sind Leute, die nicht wirken, ich formuliere es mal anders. Nicht nur für das Nuttenfleisch, sondern auch für den Erstbegänger eines Puffes. Muss es ja ein bisschen komisch sein, für so eine krass intime Sache zu bezahlen und irgendwie so, ne, das ist ja, muss ja auch für Männer oder Frauen, die da hingehen, ein bisschen komisch sein. Gehen auch Frauen hin? Weniger. Also ich meine, der Anteil ist halt wie immer super gering. Der ist geringer als Rollenspielerinnen. Ne? So. Aber er ist halt da. Aber für die muss es ja alle komisch sein. Zumindest das erste Mal. Und wenn die halt eher ein bisschen zarter, beseiteter sind oder so, oder wenn sie auch Schiss haben, dass da Konzern was rausfindet, solche Leute gehen da eher hin als die normalen, krassen, hey, ich geh in Puff und dann geh ich einen wegstecken, Alter, und dann kriegst du halt einen mit und dann ist es geil, weißt du? Versteht ihr, was ich meine? Jo. Die öffentliche Matrix-Präsenz von dem Ding, die sagt halt, die nennt das ja auch nicht Puff, die sagt ja, das ist natürlich ein Begleitservice, der auch in jeder Lebenslage Beratung zur Verfügung stellt und eine ruhige Umgebung, in der man sich einfach öffnen kann, der Entspannung und Kontemplation... Vor allen Dingen die Frauen. Vor allen Dingen die Hose. Der... Also es ist auf jeden Fall dichter und eben, der auf jeden Fall Entspannung und Kontemplation... Hast du einen Arsch offen, meiner? Und Kontemplation... Nee, aber einige Frauen von denen. Bitte? Entschuldigung. Ihr habt ja recht. Ist wäre auch lustig. Also, ne, du, also, und so weiter. Punkt. Vielleicht wollte ich noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen. Irgendwas zu den Leuten, dass die irgendwas ausstrahlen, dass sie nicht ausstrahlen. Nee, das ist einfach die, so von wegen, das ist das, was man aus ihrem Profil herausliest, dass das nicht die krassen, selbstbewussten Typen sind, sondern dass es auch viele Leute sind, die ein bisschen zurückhaltender sind und die man nicht in, als erstes als Puffgänger vielleicht im Kopf hätte. Ah, okay, also keine Stammgäste, eher mal Leute, die sich jetzt mal dahin verirrt haben, ja? Und die auch dann nicht in den harten Bikerschuppen gehen, wo die Nutten sagen, Lutschi, Lutschi oder gleich, ja, ich ficken, Alter, aber kost extra. Die dann sagen würden, ah, na dann, ich geh mal lieber. Sie sind ja bestimmt auch eine nette Dame, aber... Was Dame? Aber ich möchte sie ja jetzt auch nicht irgendwie entwürdigen. Was für ein Ding? Willst du mich bezahlen für das die Quatsch oder wie? Also sowas ist... Die würden halt so in sowas nicht hingehen, aber hier, ins Papillon. Zu der Chefin auch gern Madame Papillon. Ja, also werden schon mal gern in die Hand genommen, damit sie auch ein bisschen wo sie hin müssen, ja? Ja. Das ist richtig gut. Wir nehmen sie an der Hand
Und zeigen ihnen, wo es reingeht. Wir nehmen sie an der Hand und führen sie ein. Und bringen ihre eigene Bedürfnisse näher. So rum. Okay. Also kein Laden, wo Kaban hingehen würde, theoretisch. Na gut. Willst du mir erzählen, Kaban ist der harte Typ mit seinem blauen Pudel und Freya? Er ist der harte Typ in Moskau. Weiß man doch. Du weißt, dass du jetzt ganz Moskau beleidigt hast. Ich habe einen blauen Pudel und das ist auch gut so. Ja. Ich bin da sehr stolz drauf. Er heißt Roger. Okay. Haben denn diese beiden Jungs, die ich da am Wickel habe, irgendwie eine Bildverbindung in ihrem Comlink? Sie ist freigeschalten generell, aber es sind halt keine Cyberaugen. Und also sind der eine hat wohl eine Brille, die er jetzt einfach nicht aufhat, die irgendwo in der Tasche ist oder so. Das heißt, du kannst ja mit ein bisschen Mühe das in den Innenraum seiner Tasche angucken. Der ist echt düster und verfuselt. Und der andere, der hat das über Elektronen, die er vermutlich... Ja, doch, die benutzt er gerade. Das könnte echt sein. Du kriegst noch eine Nachricht von Jojo. Audio? Fragezeichen. Mikrofone vom Comlink. Denke ich dann auch direkt. Frickin' Besserwisserin. Na Jodi, dann machen wir mal ganz kurz. Cracking. Einfach nur ein Wurf of Cracking. Sprich ohne Attribut, ja? Nee, Logik schon mit. Ah, gut. SR5 gleich immer Attribut mit. Es sei denn, der Spielleiter hat manchmal die Anwandlung, zwei Skills miteinander würfeln zu lassen. Aber das passiert selten und ist meistens gerechtfertigt. Ich habe ja nur mal zur Vorsicht gefragt. Das ist ja auch vollkommen korrekt. Alter. Also das Comlink-Mikrofon zeichnet seichte, beruhigende Musik. Es sind Tierlaute. Dschungel-Beruhigungsambiente-Musik. Ab und zu ein Scharren. Der andere Typ, Trodennetz, würde vermutlich dort drin nicht mehr aufhaben. Comlink-Mikrofon. Comlink-Mikrofon zeichnet gerade nichts auf. Stille. Kein, oh, du bist so toll. Wenn überhaupt, aber nicht mal das, ja? Nicht mal das. Silent fuck. Es muss ja auch, manchmal ist ja auch einfach alles gesagt. Aber auch nicht mal ein Knarzen oder irgendwas, ne? Oder das rascheln. Das ist sogar sehr merkwürdig, weil normalerweise macht irgendwas wenigstens Geräusche. Oder das ist so unsensitiv eingestellt. War es, glaube ich, nicht. Oder bummst wie ein Ninja. Niemand merkt, dass er da war? Genau. Dieser Geschlechtsverkehr hat nie stattgefunden. Heje. Also, Kaban, vielleicht kriegst du doch noch einen ausgegeben. Sehr schön. Auf sowas stehe ich. Das dachte ich mir. Gut. Okay, na, vielleicht warten wir jetzt einfach noch mal ein bisschen. Vielleicht erkennen wir ja irgendwas, was merkwürdig ist im Laufe der nächsten Stunden. Ja, wenn die... Vielleicht auch noch den Abend oder die Nacht über. Na, wenn der Abend hereinbricht, romantisch, dann wird halt ein Typ da reingehen, der überhaupt nicht zum Klientel zu passen scheint. Also der sieht eher hartgesotten aus. Auch gern etwas
nicht muskulöser, sondern plumper, aber halt diese dieses Straßenfett, weißt du, was ich meine? Ja, weißt du. Und ist das einer von den Bullen? Kennt Jojo die? Ist ja außerhalb eures Turfs. Thema Erinnerung. Zwei Erfolge. Jo, ich sollte Kaban wieder für mich würfeln lassen. Alles klar. Ich mache. Das erkennt man auch daran, dass er dann 5 Minuten später wieder rauskommt und freudig einen Credstick ab und zu mal kurz so in der Hand hochwirft und dann irgendwann in die Tasche stopft. Alles klar. Der Jojo nimmt das auch auf, ja. Ja, habt ihr die Kameras? Passt schon. Ja, genau. Also nur das ist was, was sie separat da nochmal rausholt und sich abspeichert. Dude. Wenn man den ja zusammenprügeln könnte, das Geld klauen könnte, wäre das witzig. Nee, es ist das jetzt erstmal nicht. Ich meine, es ist jetzt doof. Deswegen machen wir es ja diskret, dass wir jetzt uns irgendwie nicht direkt sofort mit dem Bullen ans Bein dingsen. Offiziell. Das war klar. Das war ja klar. Aber zumindest ist es ganz geil, wenn wir zumindest wissen, welche Typen da jetzt dran sind. Es sind zwar wahrscheinlich mehrere, aber es ist schon mal nicht schlecht zu wissen, wer da seine Hände drin hat. Die Gäste auf jeden Fall. Okay. Riech mal. Fisch? Ja, wir beobachten. Na, sag mal, das Ding Julio macht auch Kaffee. Das Ding macht auch um 2 zu nachts, ne? Echt? Ja. Okay. Das ist ein High Society Schuppen. Das würde ich so nicht unterschreiben, aber es ist halt schon in der Unterschicht, wo man sagen kann, der Fischgeruch könnte durchaus ausbleiben. Dann beobachten wir jetzt trotzdem, wer da rausgeht, weil es ja doch interessant ist zu wissen, wer da arbeitet. Genau, und vor allem ist es interessant, wenn da nämlich niemand aus der Vordertür rausgeht, zu wissen, ob die eine Nebentür haben. Ja, und wenn da jemand aus der Vordertür rausgeht, ob man vielleicht dann sogar gucken kann, wer das ist, weil die ja dann, wenn die da nicht mehr drin sind, nicht mehr vom Host geschützt werden. Ach so, na, ihr habt übrigens Bilder von den Männern und Frauen, die dort arbeiten. Das ist klar, ne? Na, du musst ja voll die Ware angucken können. Das ist absolut richtig. Die Bitches ja, und Kerle sehen... Entschuldigung. Aber auch von den Leuten, die nicht, wie soll ich sagen, im Horizontalen tätig sind. Ne? Da gibt's ja noch mehr. Hausmeister, ja. Sicherheitsleute, irgendwas. Bar, genau. Nennen sieht man Bar. Die Chefin auch? Also, Freunde, ruhig bleiben. Die Bitches und Kerle sehen ordentlich, aber nicht übermäßig aus. Da wurde hier und da, wo man nachbearbeitet. Ich meine, Russen wollen dicke Titten. Das können wir einfach nicht vernachlässigen. Und Kartoffelsalat. Auch den. Aber nicht untenrum. So, und bei Kerlen wollen sie ein bisschen Muskelmasse. Die kann man ja nachstellen. Man denke an 300. Auf jeden Fall los. Höhö, den wollen sie vielleicht auch dann ein bisschen mehr. Die sind nicht übermäßig, aber es gibt leichte Modifikationen. Die sehen zumindest ordentlich aus. Nicht übers Topmodel-mäßig, aber schon okay. Ja, von der Chefin gibt's auch, kriegt er noch. Wer kommt raus? Es kommen... 2 Kerle und 2 Bitches kommen raus, die auch aussehen, als wären sie heute ordentlich durchgefickt worden. Ha. Das können niemals alle sein. Nicht von dem Durchlauf, den die haben. Es kommen weiterhin die letzten Gäste, das ist klar. Und das war's. Mehr kommt da ja nicht raus. Bildchefin, Sekunde. Okay, geil, ich also eben nicht mehr. Ich bin so enttäuscht von dir. Okay, finde ich gleich wieder, war einfach. Wo könnte rein gedanklich dort ein 2. Eingang sein in dem Gebäude? Naja, vielleicht ein Brunnenblock. Ich sag mal so. Nirgends. Also Moment, das ist nicht ganz richtig, pass auf. Du hast ja diese Terrasse, ne? Und da könnte jetzt theoretisch hier was sein. Da, wo der grüne Dings ist.
Aber ansonsten hast du ja nur die eine Plattform, die zu dem Wohnblock führt, die ihr abgedeckt habt. Das heißt, wenn die nicht rausfliegen, wird, also vielleicht haben sie auch eine Luke, die dann quasi in das Geschäft 1 drunter führt. Aber warum sollten die benutzen? Warum sollte es die geben? Hm. Also, ne? So, warte, Chefin. Was ist denn darunter für ein Geschäft? Warte. Darunter ist... Darunter ist ein, eine Beratungs- und Vertragsabschlussstelle von Yetkins Safeguard. Also hier, du weißt schon, medizinische Notfallbehandlung auch bewaffnet. Dort kannst du Verträge abschließen und dich dann ausnehmen lassen dafür, dass du einmal vielleicht ihren Dienst in Anspruch nimmst. Bildchefin, ist vor das allen, da? Vor allem, weil Yetkin ja voll auf dem aufsteigenden Ast ist. Nein, in letzter Zeit haben sie nicht mehr so zerbumst. Das hat sich wieder einigermaßen erholt. Aber ja, sie sind nicht mehr so hundertprozentig krass dabei. Jetzt bei dem Bild, bitte bedenkt, diese Pose, man findet keine guten Bilder, okay? Erst recht nicht von Frauen. Aber ja, die Pose dürft ihr euch wegdenken. Und ja, auch die Augen sind schlimmstes Albino-Blau. Heiß. Die einen sagen so, die anderen sagen weiß. Hat einen Witz gemacht. Stell, weißt du, selbst unsere Zuhörer können es richtig in den Chat schreiben. Und du kannst ja auch nicht. Wie dem auch immer sei. Soll ich mich an was dranhängen? Na, die Frage ist, was könnte das überhaupt sein, was die da machen? Also vielleicht sollten wir mal mit den Leuten selber reden. Das würde mich mal interessieren. Wieso die glauben, dass da irgendwas komisch ist? Jojo, ruft mal ihren Bruder an. Sag mal hoch oder tief. Moment. Es ist 2 Uhr nachts, ne? Sie schreibt ihrem Bruder erstmal nur eine Nachricht, die er vermutlich, wenn überhaupt, ankommt, wenn er es jetzt nicht wichtig ist. Also sag mal hoch oder tief. Hoch. Warum nur, Gott, bestrafst du mich mit diesem Weib? Frag deinen Vater. Ich hab dir extra nur eine Nachricht geschickt, damit ich dich nicht wecke. Du, ich finde meinen Vater echt klasse. Ich finde, man sollte ihn ehren, aber Gott, also den Gott zu nennen, finde ich einfach nicht in Ordnung. Was willst du jetzt? Ich will wissen, A, wer dir erzählt hat, dass da irgendwas komisch ist, und B, was genau die erzählt haben. Pass auf, das sind A, zum Teil Gerüchte, und B, ist das so, na, ein Freund vom Freund war dort. Ich ja nicht. Ja, dann muss ich... Und dann stellt sich raus, er war es wirklich nicht. Die Leute, die dort waren, die fanden das ja auch nicht schlimm. Die Sondern? Der Gentleman erzählt nicht, habe ich mir sagen lassen. Naja, auf jeden Fall, die dort waren, das sind eh irgendwelche Typen, mit denen ich nicht reden würde, weil das halt die übelsten Lappen sind, Mann. Ich glaube nicht, dass du aus denen was rauskriegst. Die waren ganz zufrieden, aber deren Leute meinten, die wären nicht ganz desselben. Und dort wäre was komisch, weil die so begeistert waren. Und das kann ja nicht überall nur Platin-Muschis geben. Du weißt schon, wie. Ich weiß schon, wie. Und die wären einfach ein bisschen komisch entrückt gewesen und so ein Scheiß. Und dann wären die ein paar Mal öfter dort waren, über längeren Zeitraum, so ein halbes, dreiviertel Jahr und so, dass sie dann irgendwie erst kurz zufriedener waren, auch mit ihrem Leben, und dann später waren die immer noch zufriedener und hätten sich ein bisschen anders verhalten, aber wären auch ein bisschen kränklicher geworden mit der Zeit und so, keine Ahnung. Okay. Das ändert nichts daran, dass ich trotzdem mal mit einem von den Typen reden muss, weil sich das echt komisch anhört. Es bringt mir nichts, wenn ich das irgendwie höre, wenn ich nicht weiß, was sein kann, weißt du? Na Jutti, ich such mal ihn raus.
Okay. Dann bis später. Sollst du mir nicht fallen? Dich nicht mehr nachts anrufen? Könnte das später, vielleicht morgen so gegen 9 sein? Ja, klar. Geil. Tschüss. Achso, wie machten sich der Taschenelf? Keine Ahnung, ich habe ihn auch so genannt, das fand er gar nicht so witzig. Hat Noran gesagt, fand ich gut. bis jetzt keine Klagen. So, also bis jetzt macht er sich gut. Na Juti, und wie macht sich der Frischling? Was soll er denn falsch machen? Keine Ahnung. Ich dachte, ich muss jetzt nett sein und den Ohr abdecken. Ach so, nee, musst du nicht. Alles easy. Okay, hau rein. Bis dann. Schlaf gut. Ja, sie steckt das Comlink weg. Holt sich noch einen Kaffee. Und? Warum verhalten die sich komisch? Naja, also das, was er sagte, ist, dass sie wohl irgendwie alle sehr zufrieden waren, was okay ist, aber irgendwie die Leute, die dann mit denen zu tun hatten, meinten, dass sie sich irgendwie anders, also merkwürdig oder anders verhalten würden, dass die halt auch über einen langen Zeitraum hinweg sehr zufrieden waren, was ja prinzipiell sein kann, aber wiederum die Leute sagten, dass das da irgendwie Verhaltensänderungen gab und so weiter und so fort und dass das eher der Grund ist, weshalb es merkwürdig ist und dass sie halt dann im Laufe der Zeit eher kränklicher und also kränklicher wurden und all solche Sachen, was halt irgendwie auf BTLs und was? Ich weiß es nicht. Also entweder BTLs oder wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber zufrieden ist halt so ein, also ich sag mal, wenn jemand sagt, er war zufrieden, wenn er in Puff geht, dann war es entweder scheiße oder der Typ ist komisch. Es war entspannt, ja. Das wäre so ja. Und mein Bruder sagt halt, also wenn dann, mein Bruder würde nie zufrieden sagen, also wenn dann halt irgendwie, das war wohl eher ein Zitat. Und also ich sag mal, ich bin ja auch durchaus ein bisschen, ich lebe ja nun schon länger auch in diesem Stadtviertel und habe auch in anderen vergleichbaren Stadtvierteln gelebt und auch in beschisseneren Stadtvierteln gelebt und auch, naja, und zufrieden mit irgendwas sein ist eigentlich eine Redewendung, die man hier nicht sagt. Die man auch in diesem Milieu nicht sagt. Kriege ich das mit? Ja, ich denke davon schon aus, du hast das Comlink gehackt und wirst wieder hochgegangen sein. Da gibt's Kaffee. Ja, das klingt gut. Dann hier mal eine Probe auf erwachte Welt. Irgendwas, was da so noch an anderen Ideen einfällt, wie man auf solche Formulierungen, Verhaltsänderung und so weiter gucken könnte. Verschiedene Wirkungen erwachter Pflanzen, deren Abarten in destillierten Drogen, verschiedene Zauber, verschiedene Geister, also vor allen Dingen freie und widerliche Geister, Drachenkräfte. Warte, mir fällt bestimmt gleich noch mehr ein. Ich muss nur kurz überlegen. Kritterkräfte. So, und was finden wir Folge? Ja. Und wenn ich dich jetzt frage, was dein mentales Limit ist, dann kann ich auch gleich sagen, scheiße. Scheiße. Das ist 6. Was, so wenig? Wieso so wenig? Hey, du hast den Schniepel abgeschnitten, nicht ich. Mentales Limit, da geht doch nicht nur Logik mit ein. Warte mal. Achso, du hast zu wenig Intuition und Willenskraft. Genau, du hast zu wenig Willenskraft, deswegen. Ja, aber Logik ist bestimmend und das habe ich recht hoch. Naja, 6 passt ja. Ich dachte mal mehr. 5, ja, noch mehr, wir wollen ja nicht übertreiben. 5 Erfolge, okay. Also, erwachte Pflanzen sind eine valide Möglichkeit, sind aber teuer. Kritter, es gibt
Ich meine, Kritterhaltung ist natürlich auch immer nicht billig, aber es gibt auch kleine Kritter, die sehr merkwürdige Sachen machen können. Du hast gehört von Mungos in Afrika, die haben so eine tolle Sache, die spiegeln dir quasi deine Begierden und erfüllen die in deinem Kortex, also gefühlt, du denkst es. Und das kann über längeren Zeitraum befriedigen. Nebenwirkungen davon kennt keiner, weil keiner 1000 Jahre mit einem Mungo zusammen im Bettchen schläft. Und das meine ich jetzt nicht auf die sexuelle Weise. Zauber sind sehr valide, wenn du die lange anwendest. Wer weiß, was damit so einem Opfer passiert. Es gibt... Ich meine, nur von der Info, wie die sich fühlen, ist es relativ schwer. Aber es gibt auf jeden Fall viele Dinge, die durch erwachten Krams passieren können. Ja, ich meine, vor allem auch dieses, ne, ausgezehrt sein und auch dieses, sag ich mal, etwas... wahrscheinlich so die Persönlichkeit, naja, mal so ein bisschen beiseite geschoben und ja, ich war zufrieden. Ja, ich meine, du bist ja auch schon alt. Du bist ja auch schon echt alt. Ich meine, du bist ja der Sharon-Opa und es gibt ja auch echt so Leute, die waren super zufrieden, die waren in einer Bruderschaft, Alter, und dann am Ende war aber keiner mehr zufrieden und dann musste man Atombomben dort reinschmeißen und so. Ja, weil die normale Insektendose nicht mehr geholfen hat. Richtig. Dann gehe ich mal und sammle mal so ein bisschen mit kleinen Matrix-Links so zusammen, was mir so an erwachtem Krempel einfällt, was die Scheiße begründen könnte. Sag mal, Herr Hecker, was ist eigentlich mit BTL-Kram? Das würde nicht jemanden auf, naja, zufrieden, ne? BTL, das ist eher so busch, flash dich weg. Moodchips kannst du aber schon auch, ich meine, da bist du auch sehr zufrieden. Ja, aber nur zufrieden, das wäre schon sehr merkwürdig programmiert. Das stimmt. Aber wenn du nicht, wenn das Opfer nicht merken soll, dass es ein BTL war, das Problem bei Moodchips ist halt, dass du, wenn die Wirkung abläuft, ja die gegenteilige Emotion hast, weil dir einfach die Synapsen durchbrennen und naja. Ja. Da wärst du danach am Ende ziemlich durchgefickt. Da ist ein ziemlicher Hänger und davon hat ja keiner was bisher erzählt. Okay. Also, wenn ich jetzt mal ganz blöde tippen würde, würde ich sagen, was Critter-mäßiges. Oh. Du meinst also, da rollen gleich noch ein paar Köpfe, alles klar. Was für Köpfe? Also ich dachte eher so, dass da irgendein, weiß ich, Sex-Vamp oder sowas hockt, der die Leute so ein bisschen absaugt und da so rauskommt, aber irgendwie geil. Naja, und dann halt auch schon mal gerne wiederkommen. Das ist schon ein bisschen krank. Aber im Bereich des Möglichen. Naja, reicht. Es muss ja nicht gleich ein Wendigo sein oder so eine Scheiße. Also hier eine Liste von Krempel, der passen könnte. Schmeiß dir das AR-mäßig um die Ohren. Okay. Und den diese komischen alten rausgelassen. Ach so, schade. Genau, den wollte ich jetzt würfeln. Na, ich hoffe mal nicht, dass da irgendeiner was aus Südafrika reingekarrt hat, sondern irgendwas, was, sag ich mal, eher, sag ich mal, urban passt und vielleicht auch, sag ich mal, von selber so dahin will oder sowas. Also irgendwelche Critter, die sich am liebsten bei sowas ernähren, die sich vielleicht auch ein bisschen in und um menschlicher Umgebung bewegen können. Alles, was nicht so kompliziert ist in so einer Umgebung. Das können wir aber wahrscheinlich nur mitbekommen, wenn da wirklich einer mal aktiv reingeht. Ja, die Leute werden da unter Drogen oder irgendwie sonst was gesetzt und du willst da jetzt wirklich noch rein? Ich dachte, du wolltest da rein. Yeah. Du hast den Freischuss, nicht ich. Nein, ich verstehe schon, wenn du da nicht rein willst.
Naja, Moment, da arbeiten die auch, sag ich mal, normale Matratzen, ne? Was wir probieren können, ist, ja, zum einen über die Mitarbeiter an irgendwas ranzukommen, das wäre das eine, aber wir sollen halt diskret sein. Das heißt, sobald wir jetzt mit den Mitarbeitern reden, kann es sein, dass das auch weitergetragen wird. Aber das müssen wir dann sehen. Was wir tatsächlich probieren können, ist, dass wir einen von den Leuten ein was unterjubeln. Irgendwie eine Art Mikrofon oder eine Kamera, irgendwas, was halt durchgehend aufzeichnet. Wenn die das eingebaut haben, könnte ich das vielleicht so machen, dass sich das Ding sozusagen ohne deren Zutun einschaltet. Das wäre praktisch. Ah, ich hack das Ding und schreibe den Poop-Bereich um. Ja, es kann ja auch die ganze Zeit schon laufen, das ist ja Wurst. Ja, aber so würde ich das vielleicht sogar nur dann einschalten, wenn das sozusagen diesen Jammer berührt. Fällt da nicht so auf. Bleibt das Signal sozusagen an den Ausgängen, die die mitbekommen, vorbei und dann über unsere Kamera. Na, ich sage mal ganz blöd, wie du die Signale leitest, wirst du am besten wissen. Davon habe ich nämlich wenig Ahnung. Was man aber tatsächlich probieren kann, ist, je nachdem, wer da reingeht oder wer da hingeht, dem was unterzujubeln oder was dran zu pappen oder irgendwas anderes, was Kamerafeeds oder irgendwas aufzeichnet. Die Frage ist, wie machen wir das am besten? Weil es was sein sollte, was nicht dann, wenn die sich die Klamotten dann vom Körper holen und bla, und dann sieht man wieder nichts mehr. Das ist natürlich Kacke. Ich müsste mir... Oh Gott, ich weiß noch gar nicht, wie ich das machen soll. Was mich wundert, sind halt auch das, wenn ich jetzt mal diesen Gedankengang ein bisschen wegdrücken kann, dass da nur so wenig Leute rausgekommen sind, weißt du? Ja. Das waren nicht genug Matratzen für Liegebedürftige. Was mich genau interessiert, ist vor allen Dingen, was mit der Chefin ist. Irgendwann muss sie doch auch mal da rauskommen. Die kann doch nicht 24/7 da drin bleiben. Die ganze Zeit. Meinst du, es ist kein Bett für sie übrig? Es ist bestimmt ein Bett für sie übrig, aber auch die wird doch nicht 24/7 in diesem Bordell bleiben wollen. Die muss doch auch mal raus. Also ich sag mal, wir machen einfach nächste Folge einen Freistrich für Daddy. Penis garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage, penis. Es ist eine neue Staffel, es ist mit einem anderen Spieler, deswegen muss, kann, will ich ganz viel jetzt mal wieder labern. Wir fangen erster Punkt an. Also man könnte auch am zweiten Punkt anfangen, aber wir sind heute einfach mal ganz gediegen, ganz bürgerlich. Ich habe auch schon keine Ahnung mehr, was ich rede. Das geht also sehr gut los, wie die Staffel. Pass mal auf Musik. Erstens bei dem Intro-Lied. Bester Bass, den ich seit langem gehört habe. Und zweitens passt die Musik am Anfang und am Ende sehr gut zusammen, denn das hier beginnt wieder überkrass und richtig fett. Und dann wird's einfach am Ende noch richtig dumm. So wie auch ja unsere Folgen und die einzelnen Runs auch sind. Weißt du, da ist immer so ein Spannung, da ist so ein Spannungsbogen drin. Und dann wird's einfach noch richtig blöde. Sehr gut. So, das ist ja schon mal das Erste. Das Zweite. Naja, klar ist der Ridiculous-Faktor auf 9K. Das hatte ich schon mal gesagt. Das gilt hier auch immer noch, zumindest für die ersten 3,5 Folgen. Also ich meine da jetzt, was sich auf Madame Papillon bezieht. Also ich meine, viele kennen, also werden sich ja fast alle genug mit Sharon auskennen, dass sie wissen, dass ich Dinge tue, für die ich mich selbst natürlich gerne auch mal schlage. Aber das hat damit gar nicht so viel zu tun. Auf jeden Fall, ja klar bin ich ein dreckiger. Ein dreckiger Heuchler. Naja, sichi. Ich habe ja auch den Gnom zugelassen. Ich habe den Gnom zugelassen.
habe da mehrere Fehler gemacht. Also eigentlich nur einen. Und zwar war mir dann irgendwann im Kopf, naja, der sieht ja aus wie ein 12-jähriger Junge, aber ein 12-jähriger Junge ist natürlich nicht nur einen Meter groß. Das habe ich dann nicht mit einem, na, ist ja auch egal. Bezogen übrigens, so endet der Satz. Auf jeden Fall, ich habe ja gesagt, ich bin kein Freund von Meta-Varianten, bin ich auch nicht. Kein Freund heißt ja nicht grundsätzliche Ablehnung. Es gibt tatsächlich bei jeder Meta-Rasse eine Meta-Variante, die ich halbwegs für spielbar halte. Und das ist in dem Fall der Freaking Gnome. Ach so, mit Ausnahme übrigens von Elfen. Das tut mir, das ist nicht mal mein Elfenhass, der da durchkommt. Bei Elfen finde ich keine Meta-Variante irgendwie noch halbwegs spielbar. Die einen, die müssen theoretisch mal weinen, weil ihre Umgebung immer kacke ist. Die anderen haben Glamour. Glamour halte ich in manchen Runden für okay, aber eigentlich sehr schwierig, weil, ne, das ist ja eher doch ultra auffällig. Nächtliche wären zwar noch vom Aussehen okay, weil das ist auch das, was ich mir bei Biomodding manchmal vorstelle, in der Disse, vor allen Dingen, wenn das Fell noch leuchtet, aber die sind halt nachtaktiv und haben eine Sonnenenergie, das ist also ziemlich kacke. Und die anderen habe ich vergessen, aber Elfen sind halt, die tun mir echt leid, aber es ist überhaupt keine Meta-Variante irgendwie, meiner Ansicht nach, spielbar. Auf jeden Fall, ja, ich habe den freaking Gnome zugelassen. Ich habe meinen Spielern gesagt, okay, pass auf, wenn es so wenige Leute einer Meta-Variante angehörig gibt, dann wisst ihr nicht, dass es ein Gnome ist und wisst, was ein Gnome ist. Das ist einfach nur, der ist halt so, wie er ist. Ne? So, nächster Punkt. Wir sind ja am Anfang ein bisschen durchgerusht. Also es ging ja alles irgendwie schon relativ zügig im Knallauffall und so. Das tut mir auch ein bisschen leid, so halb. Weil die ja alle nicht so viel Zeit hatten, dann indirekt, ist ja doch ein Druck da, um sich miteinander zu beschäftigen. Also jetzt Wanderzeit, also TikTok und Jojo Kaban. Das liegt doch einfach daran, weil wir hatten irgendwie 2 Wochen mit Wanderzarts erstem Auftritt und dann ist ja der die 3 Wochen im Urlaub gewesen. Das heißt, ich habe gedacht, tja, ich muss jetzt nicht unbedingt da in 2 Wochen einen Run durchprügeln, das ist ja eher nicht meine Art. Und dann kam Flummi und sagte, Trolli, die Initiation, die ich noch spielen werde, da hast du gesagt, das macht man Dellys Urlaub. Ja. Das heißt, da muss irgendwas abgeschlossen sein. Ach so. Sonst reiß ich dir deine dreckigen Eier ab. Oh nee. Deswegen, was schaffst du denn in 2 Wochen? Na, irgendwas mit Beobachtung. Irgendwas, was du als Spieler da übelst gut regulieren kannst. Wo du sagen kannst, ah, sie kriegen ganz zu, da taucht jetzt noch einer auf und da ist plötzlich alles klar und die, ist der Run zu Ende. Weißt du? So, wo du einfach ziemlich gut den Fortschritt steuern kannst. Und zur Not hier Deus Ex und so. Von daher Beobachtung. Und ein Hacker kann ja da ziemlich viel machen. So. Denn das ist voll witzig. Also ich meine, ich mag ja Wanderzart, ne? Aber. Nee. Ich mag ihn ja wirklich sehr. Es ist bloß unheimlich witzig, einfach mit einem dritten Spieler, dass wir uns so krass dran gewöhnt haben, einfach auf so weiß ich nicht, unsere Kommunikation halt. Also es ist mir erst beim Schneiden aufgefallen, wie krass oft wir uns unterbrechen im Gegensatz zu sonst, weil wir einfach immer gewöhnt sind. Die Leute wissen, dass wenn ich halb angefangene Sätze, dass sie dann, ne, wann ich aufhöre zu reden und wann ich vielleicht noch was hinzufüge nach irgendeiner pseudobedeutungsschwangeren Pause. Das wissen die. Und ich weiß das bei denen. Und das ist voll witzig, wie oft die uns unterbrechen. Es ist der frische Wind, den wir erwartet und den wir auch bezahlt haben. Nicht? So, das ist mir noch aufgefallen. Mir ist auch aufgefallen, das ist ja sicherlich eben aufgefallen, wie dick wieder Kabans Eier waren. Alter, da kann ja einfach Stahltische damit zum Zusammenbrechen bringen. Das ist ja unglaublich. Was ich auch schon ein paar Mal gesagt hatte, Jojo habe ich hier auch bewusst ein Stück weit durch die Gang zur Anführerin gemacht. Erstens, das hatten wir früher abgesprochen, TikTok und Gang und so, ne, dass das alles schnell zusammenpasst. Aber ich halte es für okay, wenn ein Runner-Team eine Führungspersönlichkeit hat, wenn die nicht zu rigide ist und du da noch deinen Freiraum hast, weil wenn jemand eine Richtung vorgibt, ist das gerade für einen neuen Spieler eigentlich, glaube ich, okay. Das glaube ich, das bringt auch die Gruppe voran irgendwie. So. Das haben wir alles. Bla. Penis. Ah ja, da ist ja noch mehr. Wir hatten irgendwann mal ganz kurz in Kommentaren das Ding mit den Bildern. Also jetzt hier in der Folge bietet es sich ja an, wir haben ja einmal Madame Papillon und dann irgendwelche Screenshots von der Hütte, also von dem Puff da.
die man jetzt einbringen könnte. Ich werde das niemals in das Video einflechten. Das hat folgende Gründe. Der wichtigste ist CC. Ich suche mir doch keine CC-Bilder von Personen. Das ist einfach, das kannst du, da wirst du blöde dabei. Versuch das mal, da bist du einfach tot. Vor allem Shellrun-mäßiger ist einfach, geht nicht. Das heißt, ich werde die immer verlinken. Immer wenn ich ein Bild habe, werde ich das verlinken. Okay, ich habe es mal irgendwann bei der Folge mit Havanna vergessen, aber habe es nach 2 Tagen unaufgefordert nachgeholt. Das heißt, immer unter der Folge auf WordPress und direkt unter YouTube müsste das drunter sein. Bei Screenshots, also erstens, kommt natürlich drauf an, wie sehr ich mich auf meinen Screenshot-Beauftragten verlassen kann. Aber sind in der Regel irgendwelche zumindest unter dem Video. Und die helfen unter Umständen verstehen, was da bei uns passiert ist. Unter Umständen auch nicht. Halte ich aber nicht für ganz so wichtig. Und selbst wenn ich die selbst zeichnen würde, dann würde mich das ungefähr eine Dreiviertelstunde kosten, die ins Video mit reinzubringen, an die richtige Stelle. Mehr als sonst. Weil ja noch ein paar Dinge dranhängen und so. Und ich glaube nicht, dass es das wert ist, ehrlich gesagt. Das werde ich einfach nicht tun. Vor allem, ich muss ja noch selbst zeichnen, das ist ja der nächste Punkt. Ich habe mir auch überlegt, ob man dann irgendwie das abgreift vom Desktop und einfach das Video ins Video macht, wie man halt da wild rummalen, aber da ist einfach dasselbe Problem. Das wird sich nicht lohnen, glaube ich. So, aber Screenshots sind immer drunter, die lade ich dann meistens bei Google Krams hoch. So. Das haben wir auch. Wanderzart. Der gute Wanderzart. Oh nein, ich muss damit aufhören. Pass mal auf, das fällt mir gerade so ein. Ihr müsst mal drauf achten. Ich meine, ich bin jetzt zwangsläufig irgendwie ein bisschen mehr auf YouTube unterwegs. Und wenn Leute über Personen reden, sagen sie meistens der Gute. Das passiert mir auch und das passiert allen anderen hier auf diesem Kanal auch und so weiter. Aber das ist eigentlich voll furchtbar, weil mit der Gute drückst du aus, dass du keine Ahnung von dem Typen hast, aber höflich sein willst. So, du willst nichts Böses sagen, aber du kannst nichts Gutes über ihn sagen, deswegen sagst du der Gute. Aber Wanderzart ist ja einfach jemand, der meine Erektion verhärtet, dass ich damit ebenfalls Metalltische zertrümmern könnte. So, das ist doch mal ein Titel für den. Also der Typ, nicht der Gute. Der Geniale. Der alte Sack ist auch gut. Also der alte Sack. Denn ich glaube, ich habe es so gemacht wie immer, wenn wir jemanden neuen hatten, dass ich die Möglichkeit gegeben habe, sich vorzustellen, die natürlich nicht ausgenutzt werden muss. Und ich respektiere natürlich auch immer die Privatsphäre. Gerade, also wir erzählen ja eigentlich nichts so von uns. Und bei ihm natürlich nicht, weil der mir ja am Arsch vorbeigeht. Und deswegen nochmal ein paar Worte zu Wanderzart. Wanderzart ist jetzt 69 Jahre, hat sein Leben lang als Proktologe gearbeitet. Und nachdem er quasi in seinen verdienten Ruhestand eigentlich gehen könnte, hat er sich als Pflegekraft bei verschiedenen Substitutionsprogrammen beworben, hat ein bisschen gearbeitet und aus ganz ominösen Gründen, sprechen ist gut. Aus ominösen Gründen ist er dann, hat er öfter die Einrichtung gewechselt und hat das dann irgendwann nicht mehr gemacht. Und jetzt verkauft er sogenannte legale Drogen, also Liquids hier, Vaping, was schon, E-Zigarette. Hat er auch einen YouTube-Kanal und ich sag mal, ich habe ja gehört, dass unterm Ladentisch auch gern mal, weiß ich nicht, Liquid mit Heroingeschmack so über den Tisch geht, aber kann ich jetzt so auch nicht bestätigen. Ist auf jeden Fall endlich jemand, der älter ist als Flumi. Endlich jemand, der die Lebenserfahrung mitbringt, um mich auch zu stimulieren. Das schafft zwar eigentlich jeder Kerl, aber das ist ja erstmal egal. Eher noch mehr. Das ist Wanderzart. Gut. Habe ich jetzt alles. Habe ich. Sehr gut. Rechtlicher Scheiß Videobeschreibung. Die Intro-Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Greener Grass. Und das Outro ist von The Cheese Mites mit She's My All Night Penis Garage. Beides gefunden auf der Seite, die dann verlinkt ist unter dem Video, weil ich sie auf jeden Fall jetzt nicht im Kopf habe. Genau. Kanal-Videobild von Evil Tibi mit Digital Doomsday und bis zum nächsten Mal, kleinen Gamebits Bros. Achso, die Hintergrundgeschichte von TikTok, die sehr lange und schöne, ist auch verlinkt, genauso wie sein Friggin-Kanal. Jetzt endgültig. Tschüss.